So, wir haben es endlich geschafft. Wir haben ihn hier. Beziehungsweise wir sind bei ihm. Wir reden von der Internetgröße, der Influencer überhaupt in Deutschland. Ich habe meine Kontakte spielen lassen, keine Kosten und Mühen gescheut. Und sogar geschafft, dass wir den Podcast bei ihm aufnehmen. Damit wir euch zeigen oder damit wir euch einen Einblick geben von der Internetgröße Marc Gebauer hinter den Kulissen. Wir werden sehr tiefgründige Fragen stellen. Auf jeden Fall, wir werden auf den Zahn fühlen heute mal. Ich habe schon über viele Sachen schon gesprochen, aber ich bin mal gespannt, was ihr so rausgesucht habt. Ne? Ob das jetzt eine Challenge wird. Seid ihr aufgeregt? Nee, aufgeregt nicht, aufgeregt. Aber es ist schon, erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Gerne, Mann. Das ist eine Ehre für uns. Das muss ich auch direkt vorab sagen, also Marc kenne ich sehr, sehr lange. Wirklich sehr lange. Und der ist immer jemand gewesen, also der hat vielen, vielen Leute, also ist immer hilfsbereit, muss man wirklich sagen. Auch wenn jetzt jemand anfängt mit Social Media oder braucht Tipps oder braucht ihn in einem Podcast oder in irgendeinem Reel, irgendein Video. Also Marc ist selten jemand, der Nein sagt, wenn er natürlich Zeit hat, der hat sehr, sehr viel zu tun, sehr große Verantwortung hier auch für die ganze Firma. Und ich glaube, dazu kommen wir auch später, dass das eine oder ein Punkt ist, warum du auch erfolgreich bist. Ja. Mir wurde das ja auch geschenkt, ne? Muss man ganz klar sagen. Also warum wir diese Follower-Anzahl bekommen haben, ist einzig und allein dem geschuldet, dass andere Internetgrößen mit mir das gedreht haben. Gerade die Anfänge. Ne? Aber das muss ja einen Grund gegeben haben, dass sie mit dir gedreht haben. Ja klar, der Grund war natürlich, dass sie Ware haben wollten. Die hatten Lust auf Uhren, ne? Das ist ja auch heute noch so. Also natürlich, wir sind Freunde geworden, aber ne, grundsätzlich, jeder will erstmal einen Vorteil haben. Okay. Aber warum vergessen das die Leute? Man sagt ja, jeder Influencer oder auch jeder, der im Internet, auch Business-Leute, ne? Die haben ich mag das Wort Influencer nicht. Creator mag ich irgendwie lieber, ich weiß nicht warum. Okay, dann tun wir Sekt dem Gefallen und tauschen das Wort Influencer mit Creator aus. Wir nennen sie ab jetzt Creator. Also, die ganzen Creator, aber auch im Geschäft Unternehmer. Also früher war es wirklich so, wenn einer wirklich Interesse hatte und hat einen Unternehmer gefragt, der hat wirklich sehr, sehr viele wertvolle Tipps bekommen. Und der Unternehmer hat auch meistens auch Zeit dafür gegeben. In Deutschland? In Deutschland. Nee, aber ich kenne ich nicht. Also die Leute, die ich kenne? Nee. Also mir haben auf jeden Fall viele geholfen. Also ich muss sagen, in Amerika, da hatte ich jetzt ein Aha. Ja, ja, da hatte ich ein Aha-Erlebnis. Immer Roman Schaaf, der Heftigste, der nimmt mich bei der Hand, stellt mich allen Händlerkollegen vor, ist ein großer Uhrenhändler. Das war der Wahnsinn. Aber in Deutschland, muss ich sagen, da hilft niemandem. Meinst du Deutschland? Ich finde auch in Deutschland eher eine, man sagt ja, Ellbogengesellschaft. 100%. Wenn du da zum Beispiel so, man hat so seinen Kreis und in diesem Kreis tauscht man auch so Dinge aus. Aber zum Beispiel, wenn wir jetzt jemanden fragen würden, zum Beispiel, ah, du hast ja das Produkt gemacht, wo hast du das Produkt machen lassen? Als ob er das sagen würde. Nee, das meine ich auch nicht damit. Sogar in der Uni. Da bin ich bei dir. Ja. Sogar in der Uni. Uni sogar, doch, geben die nicht mal Mitschriften. Das kennen wir doch schon in der Schule, dass der eine noch sein Heft dazwischen liegt, dass du da nicht abgucken kannst. Das meine ich aber nicht damit. Ich meine eigentlich Tipps. Also ich meine nicht, ich rufe jetzt einen Unternehmer an. Allgemeine. Da hat ein Produkt und ich sage ihm, ey, pass auf, was du in 40 Jahren aufgebaut hast, gib mir das bitte sofort. Das kriegst du in Deutschland. Das ist Amerika was anderes. Ja. Da bin ich 100% bei dir. Du meinst so zum Beispiel so allgemein so. Ich habe jetzt aufrichtiges Interesse im Leben weiterzukommen. Und du läufst mir über den Weg. Okay. Und sag, ey, Marc Gebauer, gib mir mal drei Tipps, wie ich weiterkomme. Ja, okay. Das meinte ich eigentlich damit. Ich meine doch, das kriegt man schon. Die meisten haben vielleicht nicht so viel zu sagen, aber doch, das sagen die Leute schon, doch. Ja, ich meine, wenn wir den von Trigema, ne, der ist jetzt, geht ja auch ein bisschen viral, das ist zum Beispiel so einer, wenn du den auf der Straße ansprichst und sagst, ne, und höflich und nett, wird er dir auf jeden Fall ein, zwei wichtige Tipps geben. Der gute Herr Grupp, ne? eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Definitiv. Hart, durchgreifend, On-Point-Rhetorik. Aber ich kannte die Marke, bis du mir das gesagt hast. Doch, ich kenne die schon sehr, sehr lange. So eine Sportmarke, die so ein bisschen... Die machen Ursprung. Eigentlich gar nicht. Also die kommen eigentlich aus dem Discounter-Bereich. Also die haben viel für Aldi produziert und so weiter. Und heute machen die größtenteils Bekleidung für Berufszielgruppen, haben aber auch ihre eigenen Stores. Und da verkaufen die so Polohemden, dies, das und so. Und haben aber deren Kernkompetenz liegt darin, dass sie die Fertigung in Deutschland haben vor Ort und alles selber machen. Und dadurch sind die halt super schnell. Made in Germany. Made in Germany auch, ja. Und, aber ja, die Kinder übernehmen ja das. Wusstest du, dass der einzige, also der so eine Firma besitzt und eingetragener Kaufmann noch ist? Nee. Keine GmbH. Der haftet
mit seinem kompletten Privatvermögen, wenn die Firma aber das habe ich. Diesen Punkt hatte ich am Sonntag und heute. Genau diesen Punkt. Am Sonntag habe ich mit meinem Vater saßen wir zusammen und so weiter und da ging es darum wegen Expansion und Banken und so weiter. Und da ging es um eine Sache um Sicherheiten und so, ne? Ja. Wegen der Sparkasse und so. Und Deutschland ist ja Sicherheit sehr sehr wichtig. Ja, meint man. Pass man auf. Sagt, German Angst. Das ist ja bekannt. Ja, ich ne? sag, pass auf. Jetzt halte ich mal fest. Er sagt so. Warum sollte die Sparkasse das machen und das macht doch gar keinen Sinn, du hast doch keine Sicherheiten, dies, das und das. Und dann habe ich gesagt, ja, ich unterschreibe halt privat. Wieso unterschreibst du privat? Was, wenn das schief geht, bla bla. Mein Leben ist die Firma. Wenn die Firma nicht funktioniert, dann funktioniere auch ich nicht. So, ja. Ne? Dann habe ich heute mit der Sparkasse gesprochen und nun mal ist es ja so, bei mir steckt alles in der Firma und ich habe jetzt nicht so viele externe Sachen, die ich damit reinwerfen kann. Und dann sagt er so, ja, also erstmal, wir bei uns unterschreibt jeder, der jetzt, mit dem wir bei der Expansion helfen, muss privat haften, weil warum sollen wir an die Firma glauben, wenn es nicht mal er tut? Also er muss ja damit gerade stehen. Ja. Und dann hat er tatsächlich gesagt, nee, also wenn die Idee passt und wir die Perspektive sehen und auch natürlich die Buchhaltung und auch BWA, Jahresabschluss passt, dann würden wir das dann trotzdem machen, auch wenn keine Sicherheiten da sind. Und ja, dann dazu Glückwunsch, ne? Also hast du dann 500 Millionen jetzt bekommen von der Sparkasse. Weltklasse. 500 Milliarden. 500 Millionen, oder was? 500 Millionen, nein. Ja. Nee, aber der Herr Krupp, wie gesagt, der hat genau dieselbe Aussage getätigt, die du gerade getätigt hast. Der sagt, das ist, die Firma bin ich. Ja. Und ich bin dafür verantwortlich. Und jetzt kommt es. Der weiß ja noch nicht, an wem er vererbt. Also wer Haupt und ob es an beide geht oder nicht. Ich glaube tatsächlich. Aber beide müssen auch eingetragene Kaufleute sein. Das ist die Voraussetzung, die die erfüllen müssen. Okay. Zum Beispiel würdest du, du hast ja auch Kinder, ne? Yes. Weil ich werde inshallah auch bald Papa, jetzt nächste Woche. Dazu kommen wir gleich. Ja, kommen wir gleich. Da würde ich mich, wollte ich dir fragen, zum Beispiel, wünschst du dir, dass deine Kinder die Firma übernehmen? Stand heute habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht. Du denkst darüber nicht nach? Nein. Also wenn ich eine Firma hätte, kommt drauf an, wie die Kinder sind, ja. Das Problem ist, Kinder können Sachen mehr kaputt machen oft, als dass sie irgendwie was Produktives daraus aufbauen. Also ich führe mein Kind, also meinen ältesten Sohn, den führe ich ja langsam dahin, dass er sich Fähigkeiten aneignet. Ne? Der kommt, der arbeitet zum Beispiel schon, der ist im Büro, erledigt Aufgaben. Also ich führe den dahin, dass der Fähigkeiten bekommt, um halt auf langfristig damit Wert zu schöpfen. So, ob es am Ende dann die Firma ist, ob sie dann noch gibt, das weiß ich heute nicht. Aber falls sie geben sollte, dann soll er ja mich eher entlasten, als auf gut Deutsch in Harvard zu studieren und dann für einen Großkonzern zu arbeiten. Dann soll Studium er lieber für mich ist arbeiten. Sowieso, Studium. Ja, das ist ein anderes Thema, aber ich will damit nur sagen, ne? Der geht Harvard studieren, wo alle immer so stolz sind oder hier und International Business, alles BWL. Und danach passiert das, dann geht er für Siemens arbeiten. Ja. Dann soll er doch lieber für mich und mich entlasten. Ja. Wie ist es denn bei dir? Würdest du das für deinen... Also Sohn für dein Kind? Also ich bekomme eine Tochter. Eine Tochter, okay. Malika und sie... Prinzessin. Boah, ich mag dieses Soll man nicht sagen, ne? Ich weiß, Oma ist voll bitte dagegen. Bitte nicht das machen, ne? Nein, guck mal, pass Weil mal auf. Man übernimmt darüber... Okay. Pass mal auf. Ich nehme nämlich, da wirst du auch noch drin, wirst du auch noch ein Video bekommen, und zwar ich mache einen YouTube-Kanal. Ja. Und ich nehme immer so jetzt so zwischen, ich habe schon so 20 Videos aufgenommen. Okay, cool. Und mit 18 bekommt sie das. Und bei mir... Also nur für sie? Nur für, so ein Geschenk? Genau. So von Anfang, weil ich werde ja auch ein anderer Mensch dann sein, wenn sie 18 ist, ne? Ja, natürlich. Und ich merke schon so bei mir, und das ist vielleicht auch ein Fehler, also es gibt nur die Firma, Malika. Was soll ich machen? Und ich sage immer wieder, ich sage genau das. An zweiter Stelle nur. Und wirklich, ich sage genau das, was du auch gesagt hast. Ich sage die ganze Zeit, guck mal, du hast zwar diesen Namen und dies und das, boah, wenn du dich, und dafür, da muss ich auch nochmal Shoutout meinem Vater geben, da hat er mir auch viele Sachen. So, also, es gibt gar keine andere. Grüße an stimmt, du kennst ihn auch. Geboyer Sehne. Ja, du kennst ihn auch. Aber für die Leute ganz kurz zuschauen, Malika, ne, für die, die das nicht wissen. Ne, heißt eigentlich Königin. Königin, ja. Königin, nicht Prinzessin. Genau, Amira wäre Prinzessin. Ja. Und Malika ist so Königin. Und ich hoffe und ich bete immer, das hat viel auch mit Erziehung zu tun, dass sie natürlich sich qualifiziert über Fleiß. Aber auf der anderen Seite, ich denke mir, es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ja, wenn in so einer Atmosphäre groß wird, ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es funktioniert. Ja. Ja. Aber nicht Prinzessin nennen, bitte. Niemals, nein. Nein. Aber das Krasse ist, man sagt ja, Kinder nehmen die Eigenschaften an von den Namen, die man denen gibt. Ja.
Also Melike, wenn du die schon so Königin nennst, dass sie es schon so vielleicht eine so Autoritätsperson wird, eine Führerin, ne? Das ja kann sein. Kann sein. Ja, es gibt ja noch mehrere Eigenschaften, ne, bei diesem Namen. Es ist jetzt nicht nur dieses Übersetzen, sondern Melike hat noch sehr, sehr viele. Da muss man einfach mal gucken, was gibt es für Persönlichkeiten mit diesem Namen? Und über diese Persönlichkeiten dann auch immer Geschichten erzählen. Weil darüber nehmen dann die Kinder Eigenschaften an. Sehr schöne Sache. Ja, so sieht's aus. Cool. Und noch mehr Tipps für die Kindererziehung auf meinem Kanal. Ja, also wenn wir dann bei wir waren ja gerade, ihr habt ja gerade den Papa erwähnt, Marc, wie war denn, wir haben ja auch über Erziehung gerade geredet, wie war denn so, viele kennen dich ja als jetzt die gestandene Größe, der erfolgreiche Unternehmer, der Creator und so weiter und so fort, wohlhabende Mensch, aber das da muss ja ein Anfang sein. Zum Wohlhand kommen wir gleich noch. Ja, okay. Da kommen wir noch zu ein paar Fakten. Ja, sehr gut. Bargeld. Da muss ja, der Anfang wurde dir in die Wiege gelegt oder bist du jemand, wo man sagt, dieses sogenannte amerikanische Selfmade? Na, wir haben, also bei uns in der Familie ist es ganz klar. Also es gab natürlich während der Studienzeit eine gewisse Unterstützung für das Studium als solches. Also da habe ich, ich glaube, 350 Euro im Monat bekommen. Ja. Ich habe angefangen zu arbeiten mit 12 Zeitung austragen, 14 an der Tankstelle. Und dann das Letzte, ich hatte einen Opel Corsa und dann habe ich einen Golf bekommen. Okay. Und dann, das war es dann aber auch. Also ich habe jetzt kein so Startkapital fürs Business bekommen. Und mein Vater, ich werde es nie vergessen, als ich mit dem Studium fertig war, hat er gesagt, also das Studium ging zu Ende und hat dann gesagt, so ja, also das war's jetzt, ne? Also ich bin raus. Und, sehr gut. Feier ich. Aber dann wollte ich eigentlich ein Praktikum machen bei Cinque, so eine Modefirma. Ja. Und dann sagt er, ja, mach doch. Da sage ich, ja, aber Praktikum gibt es halt kein Geld. Sagt er, gut, dann hast du Pech gehabt. Sehr gut. Ja. Finde ich. Guck mal, eine Zwischenfrage, ne? Also bevor das ich jetzt unterbrechen muss. Warst du in dem Moment sauer auf deinen Vater? Da waren schon so ein paar Themen, wo ich sagte, so, der manchmal, also weil das war schon teilweise sehr hart. Also gerade während des Studiums und so weiter, da war echt grenzwertig so, ne? Weil am Ende, ich spiele mit offenen Karten. Das ist die Miete, das ist die Studiengebühr, dann hast du noch die Einkäufe, die du machen musst. Ich meine, was war das für eine Zeit, für Jahre, was für ein Jahr so? Also das war 2011, 12 so. Aber wärst du der du heute bist, geworden, wenn der dir. Siehst du? Nein, das, also alles richtig gemacht. Nein, das am Ende natürlich, klar. Hat dir geholfen eigentlich so gesehen. Ja, ne? Klar. Ich kenne das ja selber auch von vielen Leuten, auch aus der Erziehung und so weiter. Immer, und das ist halt so bei den Kindern, wenn denen zu viel gemacht wird, zu viel genommen wird an Verantwortung, an Herausforderungen und so weiter, diese Kinder, diese Menschen wachsen nicht. Die bleiben dann in diesem Stadium stecken, in dem denen dann geholfen wurde. Und die sind dann immer welche, die dann nach Leuten suchen, die denen aus der Patsche helfen. Weil die selber nie haben die es geschafft, selber sich aus diesem Dilemma manchmal oder aus einer Situation rauszuholen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Du hast gesehen, das hat dich ja irgendwie, das hat dir Fähigkeiten gegeben. Du musstest dir Geld irgendwie. Ja, war auch schon sorgen, eine harte Zeit. Nee, wirklich, war wirklich hart. Ja, aber war bei mir nicht anders. Bei dir war ja wenigstens noch ein bisschen Unterstützung da. Warum ging es ja gar nichts los? Bei dir ging es ja früher meine Ausbildung, ne? Meine Miete war 360 Euro. Weißt du, wie viel ich Ausbildung verdient habe? 340 Euro. Das heißt, der Monat angefangen, ich war schon 20 Euro im Minus. Ja. Ja. Ja, aber ich bin Auto gefahren. Ich habe eine Mercedes A-Klasse gefahren. Ich habe eine schöne Wohnung, so eine Dings gehabt, hier in Büderich. Hier, ich sage gar nicht hier, wir sind ein bisschen Büderich weiter weg. Aber Büderich, ja. Das ist also eine schöne Gegend. Ja. Und es hat funktioniert. Kannte ich gar nicht von dir auch mal, diese Information. Ja, heute kriegst du auch ein paar Sachen von dir. Ich will damit nur sagen, das war bei mir, was bei dir war, bei mir mit 12. Boah. Ja, guck, wie du klarkommst. Da musstest du kreativ werden. Und wir waren eigentlich früh kreativ. Wie ist denn das Verhältnis heute zu deinen Eltern? Sehr gut. Ja? Ja, ja. Warst du sauer mal auf deine Eltern? Ja, klar. Ja, auf meinen Vater, ne? Ja, klar. Wie lange ich auf den sauer war? Ja. Nee, das ist eine andere Art von sauer. Das ist nicht dieses... Mit 20 immer noch. Nein, ach Quatsch. Okay. Nein, da schon lange nicht mehr. Aber das war wirklich so, pass auf, ich glaube mit 16, ab jetzt musst du abdrücken. Ja. Monat, egal wie du es machst. Der hat so Rücken gekriegt. Nein, Spaß, aber. Ja. Okay. Vielleicht muss das sein, ne? Auf jeden Fall hast du so halt gelernt, schnell kreativ zu werden, ne?
Also ja. wie kommst du an Geld dran? Ne? Also wie machst du Geld? Das ist wirklich so. Ja. Also das ist natürlich jetzt so ein bisschen platt, aber wirklich. Und ey, wir sind auf Ideen gekommen. Aber weißt du, Oma? Kannst du dir nicht vorstellen, wirklich. Aber weißt du, Oma? Immer, das hört sich so an, als hättest du Drogen verkauft. Nein. Nichts Kriminelles. Ja. Alles nur Fleiß, wirklich, und Kreativität. Ja. Ich habe das ja schon auch in einem anderen Podcast erzählt. Das war auch in der Zeit, ich glaube 12, 13. Und wir haben in so einem Hochhausviertel gewohnt und gegenüber war so ein, ja, ein Viertel, wo, sag mal, gut betuchte Menschen gewohnt, damals du. Und die haben halt an dem Tag, wo Sperrmüll war, also wenn Leute Sachen rauskamen, immer gute Sachen, also die für uns rausgetan. Genau. Dann bin ich da hingegangen, habe die Sachen genommen, versteckt, weil ich hatte ja keinen Keller oder sonst irgendwas, also im Gebüsch, und habe die dann Sonntag auf dem Flohmarkt, auf dem Trödelmarkt getragen und habe die dann verkauft. Stabil. Genau. Ja. Das ist mal Handel. Das ist Retailer gewesen. Der genau. Ist oder sagen wir Second-Hand-Shop. Genau, das habe ich zum Beispiel. Ey, du bist der originale Gary Vee. Weißt du, der hat ja, der Gary Vee aus Amerika hat auch mal gesagt, hier so Dings, dann bei eBay verkaufen, dies, nee, das. Aber Gary Vee, weißt du, dass Gary Vee eigentlich gar nicht so aus ärmlichen Verhältnissen kommt? Nee. Nee, ich habe irgendwie gehört, sein Vater oder seine Familie, die haben irgendwie so irgendwas mit Wein, so einen Handel gehabt oder sowas. Ja, doch, da habe ich auch mal was gehört. Irgendwie schon aus, der ist auch noch aus einem gut betuchten Haus eigentlich. Also, und auf jeden Fall, solche Sachen, kann ich bestimmt 15, 20 Stück Sachen nennen, wo du denkst, wie kann ein 12, 14 auf sowas kommen? Aber das kommt aus der Not heraus. Ja. Aber hat was gebracht. Er muss, ne? Ja, du willst dazugehören. Wir waren ja sowieso auch ein bisschen Problem. Kinder? Ja, wir waren, also von uns war ja, das System war ja vom ersten Tag an gegen uns, muss man ja wirklich sagen. Und dann musstest du kreativ sein. Mhm. Ja, was meinst du mit, das System war gegen uns? Ja, sagen wir mal Integration. Ja. Wenn ich mal diesen Bundestag höre, wenn die über Integration reden. Ich habe das ja selber erlebt. Es gab gar kein Integrationskonzept. Gab es nicht. Ja, die Leute, weißt du, die sehen euch und dann, ich meine, die haben dann, also es ist gerade zu der Zeit. Wenn du so anfängst, weißt du, dass auf jeden Fall nichts Gutes rauskommen kann. Nein, aber ich meine, ich kenne das, als ich jetzt in der Grundschule war. Nein, Grundschule, da kann ich mich nicht, also Grundschule. Aber ich, sehr gut. Aber Grundschule, lass mal dahingestellt sein, aber weiterführende Schule. So, da hatte man halt 4, 5 Ausländer und so weiter, ne? Das ist, pass auf, wo bist du denn, in welcher Ecke bist du aufgewachsen? Aachen. Aachen ist ein richtiges, sag ich mal, Migrationsgebiet, ne? Weil die sind ja alle da nah an Belgien und Holland. Viele sind da hingezogen, weil Familie haben in Holland, Belgien. Ja, aber sind ja keine Migranten, Bitte? In Belgien, Holland, das ist doch... Aber nein, ich meine, das sind Migranten, also Leute aus Afrika, zum Beispiel, dass viele aus Afrika, Kongo und so weiter, die dort leben, weil Belgien sind viele Kongolesen, ehemalige Kolonie. Du hast auch viele aus Nordafrika, da ist auch Uni. Viele von den Leuten sind dorthin studieren gekommen. Ist schon. Schaffst du viel in Aachen. Multikulti. Du hast viel in Aachen? Ja. Auf jeden Fall zurück zur Integration. Genau. Weil du gerade gesagt hast, Grundschule. Weißt du, wie bei mir Grundschule war? Genau wie du es gerade beschrieben hast. 28 Deutsche saßen alle so in die Tafel vorne. Und dann gab es da einen runden Tisch. Das war der sogenannte Ausländertisch. Mhm. Die haben uns mit 5 Leuten, da waren 2 meine Großcousins, ein Türke, ich. Und ich glaube, der andere müsste Kurde gewesen sein. Mhm. Und wir wurden vom ersten Tag an abgeschrieben. Das heißt, wir haben keinen Unterricht bekommen. Und es hieß vom ersten Tag an schon Sonderschule oder Hauptschule. Erster Tag, erste Klasse. Und jetzt willst du... Aber Sport 1. Erklär mir jetzt eine... Nein, auch nicht. Na, okay. Das hatte andere Gründe. Okay. Nicht die sportlichen Gründe. Okay. Da waren wir eins, aber es hatte andere Gründe. Auf jeden Fall, wie soll so ein Kind... Jetzt irgendwie, also guck mal, bei mir ist es nochmal gut gegangen, muss man ja wirklich sagen, ne? Aber aus meiner Generation, also aus den Leuten heute noch, von Gefängnis, von psychisch krank, von Selbstmord, von drogenabhängig, von kriminell, ja. Alles dabei. Weißt du, so. Was meine Lehrerin damals mir gesagt hat? Nur um das abzuschließen, das ist mal so viel zur Integration. Da gab es gar keine Integration. Meine Lehrerin, sehe, wie du klarkommst. Meine Lehrerin hat damals zu mir gesagt, es können ja nicht alle Ingenieure und Ärzte werden. Ja, das muss der sagen. Ist auch so. Der Spruch war, aber warum sagt die mir das als einer mit Migrationshintergrund? Das muss der sagen, der Gymnasium war, Abitur gemacht hat, zwei Studien absolviert hat. Bruder, Thema, du bist... Ja, aber die hat das zu mir gesagt damals, warum? Es ging darum, dass ich keine gymnasiale Empfehlung bekommen habe. Ne? Und wir haben das damals nicht verstanden, warum ich keine gymnasiale Empfehlung hatte, obwohl ich gute Noten, eigentlich relativ gute Noten hatte. Und dann hat mir diesen Spruch gedrückt damals. Und die war eine der Motivationen, warum ich dann später es auf dem Gymnasium, es ist jetzt nicht besonders, aber auf dem Gymnasium geschafft habe, zum Teil manchmal klassenbesser zu sein. Okay. Ja. Aber dieses allgemeine Schulsystem, können wir lange drüber sprechen, aber wahrscheinlich die Leute, die uns zuhören, sind schon ein bisschen älter. Also wir hatten diese Woche auch wieder jemanden, auch in der Bewerbung, ne? Und er wollte auch unbedingt studieren. Ne? Leute, ich sage euch eine Sache, das liegt mir wirklich am Herzen. Hört auf damit.
Wenn ihr, wenn, nein, wirklich. Ich bin deiner Meinung. Die Sache bitte, ist, bitte. Dieses Studium, ne, ich habe auch studiert, Medienkommunikation und Journalismus, es hat mir null gebracht. Ich bin als Person gewachsen, ich bin gereift vielleicht. Ich sage euch als Arbeitgeber, okay, ich als Arbeitgeber, wisst ihr, was ich sehen möchte? Ich möchte jemanden, der Ahnung hat von seiner Sache, der die Sache gemacht hat, der die Sache erlebt hat und der die Sache schon mal ausgeführt hat. Dieses ganze Theoretische, ne, auch wenn du mit den Leuten redest, ich weiß nicht, wer euch einredet, euch jungen Leuten, dass euer Studium irgendwas bringt. Guck mal, wenn ihr Arzt werden wollt, okay, ihr müsst studieren. Ihr wollt Anwalt werden, okay, müsst ihr studieren. Aber alles andere, praktische Erfahrung und nochmal, weil jetzt irgendwelche Leute zuhören und handwerkliche Begabungen haben. Bitte macht euch selbstständig als Handwerker. Fall. Ihr werdet am Ende mehr verdienen als ich, weil Handwerker, hör mal, ihr könnt Sachen aufbauen, hört auf mit diesem digital, dies, das, werdet Handwerker. Da kann auch, euch auch keine AI helfen, denn ein Schrank ist ein Schrank. Und wenn ich hier einen Schrank einbauen will, kann mir das auch nicht Ist aber wirklich so, das ist, hast vollkommen ist so. Recht. Ja, ist so. Ja, aber es gab, ich habe mal einen interessanten Beitrag gesehen einmal, du sagst ja wegen Studium, man wächst. Wenn eine Firma dich einstellt wegen einem Studium oder wenn die ein Studium sehen wollen, dann liegt es nur daran, da hatte im Beitrag wurde es gesagt, damit die gesehen haben, dass du 4 Jahre dich hingesetzt hast, jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit aufgestanden bist und Aufgaben erledigt hast, Prüfung bestanden hast und so weiter. Es geht im Endeffekt gar nicht um den Soft Skill. Ne? Guck mal, aber das auch, wenn ich sage, 4 Jahre, immer 4 Jahre, wenn du 4 Jahre. Ich habe noch gestern mit meiner Schwester gesprochen. Ich habe mir gesagt, Alter, was ist mit der Zeit? Die so eine Lebenszeitverschwendung. Das Studium hat mir einfach meine Zeit geklaut. Ja, ja. Deshalb habe ich was studiert, was für mich selber, mich persönlich weitergebracht. Für dich zum Beispiel. Du hast dir Wissen angeeignet. Ja, ich habe das gemacht, weil ich das geliebt habe und gemocht habe. Ich habe es gemacht aus wirklichem Interesse. Also ich habe nicht gedacht, ich will studieren, weil ich arbeiten will. Aber guck mal, dein Skill, den du dir im Studium das ist was Nachhaltiges. Ja, das ist etwas, das dafür musst du dich hinsetzen lernen. Und guck mal, eine andere Sache, ne? Der hat ja seine Lebenszeit damit gefüllt, was er ja sowieso machen müsste. Also als als Muslim bist du ja dazu verpflichtet, dir Wissen anzueignen. Das heißt, egal wer, müssen hinsetzen und das Wissen aneignen. Der war so clever, hat gesagt, bevor ich jetzt BWL studiere oder irgendwas anderes. Ich das dadurch. Dann habe ich die Zeit links. Nee, ich habe ein bisschen deswegen, das kann man so sehen, auf jeden Fall. Ja, also ich bin selber auch kein Fan von, weil fast alle Jugendlichen, das ist ein Problem in Deutschland, was man hat. Es gibt irgendwie nur 2 Wege. Ausbildung und Studium. Es gibt irgendwie keinen dritten Weg, den du gerade gesagt hast, ne? Dass man irgendwie sich irgendwas aneignet, eine Fähigkeit, handwerkliche Fähigkeit zum Beispiel auch, und dass man dadurch, und das ist ein Problem in Deutschland, dass man nicht diese dritte Sparte, dieses Unternehmertum, Handwerk, irgendwas, dass das nicht irgendwie als ein richtiger Weg gesehen wird. Aber guck mal, das hat doch ganz klar damit zu tun, dass die Leute, die lehren, ob an den Unis, ob in den Schulen, die wissen es doch selber nicht. Die sind doch von der Uni direkt Pädagogen geworden. Die wissen natürlich, gewisse Sachen vielleicht rüberzubringen, aber tatsächlich, also ich würde gerne morgen studieren gehen, wenn ich weiß, da ist ein Herr Krupp, da ist ein Herr Gebauer und der erzählt, ich bin 4-mal pleite gegangen, Finanzamt hat mich so gemacht, das ist da passiert, da habe ich diese... Achtet da drauf. Danach. Genau, ihr müsst da und diese Tiefs ist ganz normal, das hat jeder Unternehmer mit euch, dass man auch in eine Firma pleite geht, ihr müsst da nicht direkt, ne? So, und auch Mitarbeiter, das Problem Mitarbeiter, Kommunikation, da hätte ich Bock drauf, aber bei allem Respekt, der da vorne ist, deswegen habe ich zum Beispiel nicht studiert. Ja, also ich sage für die jungen Leute, falls ihr euch fragt, wie soll das alles funktionieren, wie soll meine Zukunft aussehen, das A und O, das Wichtigste ist, dass ihr euch hinsetzt, euch Gedanken macht, was euch Spaß macht. Es kann alles sein. Der eine hat Spaß beim Backen, der andere hat Spaß, was weiß ich, ja. Selbst, sagen wir mal, Computerspielen. Selbst wenn du sagst, Computerspielen ist mein Ding. Selbst daraus kann man gewisse Sachen machen. Machen doch genug Leute, ne? Genau. Aber es geht nicht darum, dass man so denkt, womit kann ich am meisten Geld verdienen? Das Geld verdienen, es hört sich blöd an, das Geld verdienen kommt so oder so. 100%. Das Geld liegt, ich sag euch so, wie es ist, das Geld liegt auf der Straße. In der heutigen Zeit, besser zu sein als der Durchschnitt, ist so easy, weil alle so schlecht sind. Darauf wollte ich gerade hinaus. Weißt du, es gibt keine Zeit, ne, in der ich, wenn ich zurück überlege, in meiner Zeit, also wo ich jetzt Unternehmer bin oder auch viele Unternehmer damals gesehen und begleitet habe, es gab keine Zeit wie jetzt, einfacher erfolgreich zu werden. Ja, weil es sind nur noch Jammerlappen unterwegs. Genau. Wenn du halbwegs funktionierst, Werte hast, Prinzipien hast, pünktlich bist, ehrlich bist, zuverlässig bist, also diese ganzen Eigenschaften, wo du kein Talent für brauchst, dafür musst du kein Talent haben. Heute hatten wir Bewerbungsgespräch, ich mache das nicht, ich habe es heute nur gehört. Bewerbungsgespräch, Buchhalterin. Ist einfach nicht gekommen. Und ist auch nicht mehr ins Telefon gegangen. Ja, das ist... Einfach, das ist keine... Ja, aber es ist doch nicht einfach. Es ist wirklich eine Zeit geworden. Ne? Auch wenn du jetzt ein Unternehmen gründest.
du bist ja selber, du hast mit vielen Unternehmen zu tun, ne? Mit Produktlieferanten, mit Dienstleistern. Wenn du einen hast, der kommt. Der performt. Der performt. Der vorher guckt, okay, was haben die anderen alle falsch gemacht? So, was hat der Herr Gebauer die ganze Zeit für Stress mit den anderen gemacht? Und löst das erstmal. Und dann komme ich hin und will dich als Kunden gewinnen. Du würdest doch direkt sagen, okay, wir probieren das aus. Ja. Wenn du siehst, zuverlässig, pünktlich, ehrlich. Das ist wirklich nicht, weil früher waren alle so. Mhm. Ja. Das war auch in Deutschland, die deutschen Unternehmen, ja. Die waren ja alle so. Das heißt, zu meiner Zeit, auch wo ich meine, deswegen meine Agentur heißt ja 110. Das heißt, für mich war vom ersten Tag an klar, wenn ich nicht mehr mache als Thomas und Stefan, das war mir auch bewusst, werde ich keine Chance haben im Markt. Deswegen habe ich immer die Extrameile überperformt. Heute, wenn du 80% machst, reicht schon. Mhm. Ja. Ja. Sehr aber das machen auch die Leute. Ne? Das, ja. Die Leute machen bewusst einen Schritt kürzer und sagen weniger. Boah, und sowas. Ja. Aber am Ende. Life-Work-Balance, ne? Ja, genau. Jetzt doch jeder, ganz ehrlich, Haken. Wir sind in einer Zeit angekommen, jeder ist übersensibel geworden. Du kannst keiner Person irgendwie einen Ratschlag geben, sagen, hör mal zu, mach das so besser und so weiter. Weil dieses immer ich, individualistisch, alles ist auf mich. Langsam zündet ihr mich hier. Erzähl weiter. Ja, sorry. Dieses ich bin das Zentrum des... Jeder denkt heutzutage, das ist einfach so, dieses extreme Individualismus, was wir jetzt haben in unserer heutigen Zeit. Jeder denkt, der wäre irgendwie ein eigenes Sonnensystem. Ja, alles dreht sich um... Ja, ist aber wirklich so. Jeder denkt wirklich, alles dreht sich um Mark. Den und jeder muss den gut behandeln, jeder muss dem seinen Gefallen tun. Meistens meine eigene Studie, ne? Hast du die Erfahrung auch gemacht? Weil das passt auch jetzt, was Herr Seck gesagt hat. Dass die Leute, vor allem Mitarbeiter, ne? Der sagt jetzt zum Beispiel, guck mal, Marc, morgen, 15 Uhr habe ich das erledigt. Oder du fragst ihn, hast du es gemacht? Der sagt, ja, ich habe es gemacht. Und dann noch eine Sache und noch eine Sache. Und irgendwann fällt dir auf, gar nichts wurde gemacht. Jetzt rufst du den und fragst den. Guck mal, wir unterstellen sogar nichts Böses. Ne? Der hat gedacht, der wollte dir einfach ein gutes Gefühl geben als Chef und hat gesagt, guck mal, ich habe das erledigt, weil er gedacht hat, ich gehe das gleich erledigen. Mhm. Und dann haben sich aber so viele Aufgaben angestaut, weil der bei allen immer gesagt hat, nee, ich habe das gemacht, Chef. Jetzt plötzlich merkt er, okay, diese Lawine kommt auf ihn zu. Jetzt stellst du ihn zur Rede. Jetzt habe ich eine Frage. Wie kann das sein, wenn du den nur fragst, was er gesagt hat, was er machen musste und was er versprochen hat, gemacht zu haben, dass er dann plötzlich sauer wird und du bist dann schuld? Und dann grabt er irgendwas raus, weil du den einmal schief angeguckt hast oder nicht Hallo gesagt hast und sagt, ja, das genau deswegen, du bist schuld. Also das haben wir bei uns tatsächlich nicht. Also bei uns, wir haben das Team, was wir jetzt hier haben, also ich wüsste jetzt nicht, wer, aber wir haben hier hart arbeitende Leute. Also die Leute, die wir hier haben, es kommen natürlich auch neue Leute dazu, die ich jetzt noch nicht getestet habe, aber sowas gibt es. Also was mir vermehrt aufgefallen ist, die letzten zwei Jahre ist genau das, dass wenn du die Leute eigentlich nur daran erinnerst, was die machen wollten, die werden sauer, die werden beleidigt und dann kommen die einfach nicht mehr. Wir sind gerade beim Thema Mitarbeiter oder Arbeitnehmer und so weiter finden. Du hast gesagt, du hast 20 Mitarbeiter circa oder was weiß ich. Wie suchst du die aus? Also das ist ja so eine Sache. Was sind so deine Kriterien, das Wichtigste? Ich habe eigentlich damit nichts zu tun. Also das machen ja andere Leute im Haus, aber... Ja, Recruiting hast du extra dafür. Der hatte früher so ganz viele kleine Mitarbeiter, die haben mir Geld gezählt. Nein, die Sache ist, du siehst ja, guck mal, zum Beispiel die Leute, zum Beispiel meine Schwester oder auch der Osman und so, die wissen ja, wie ich drauf bin. Genau. Wenn du hier arbeitest, das meine ich, man muss so ehrlich sein, wenn du hier arbeitest, du lernst fürs Leben. Du kriegst krasse Aufgaben, du kannst krass an dir selber arbeiten, aber du bist bei uns wirklich falsch, wenn du jemand bist, der nicht hart arbeiten will. Und ich muss das wirklich so betonen. Und du merkst das auch so, ne? Gerade am Anfang, selbst der Osman, unser Geschäftsführer hier, ne? Selbst der war vorher bei der Telekom und so, der hat zu mir gesagt, nach dem ersten Monat, sagte, ich habe in dem Monat mehr gearbeitet als in den 10 Jahren. Bei der Telefon. Aber was heißt hart arbeiten bei dir? Hart arbeiten heißt von morgens bis abends Vollgas, nonstop Mann. Vollgas. Bitte. Pakete packen, Etiketten ausdrücken, Kunden-E-Mails bearbeiten, anrufen, Sachen hin und her fahren, Sachen abholen, Sachen bestellen, alles. Finanzplanung. Also Allrounder sein. Vollgas. Ja! Da freuen die sich, die beiden. Also die sind doch Horror für Jammerlappen. Genau, nein. bitte. Bitte Jammerlappen nicht bewerben. Nein, es bringt also am Ende ist es so, die Leute, die hier arbeiten, die ziehen das durch. Zwei Fragen. Aber die wachsen dann auch, ne? Ja, klar, die werden Maschinen. Wenn die hier durchhalten, 3 Jahre werden die Maschinen. Zwei Fragen. Eine Frage, bewerben sich auch hier Leute, nur weil die mit dir Kontakt haben wollen? Also weil die diese ganze Welt, die sind Social Fans Media. Von dir? Erste Frage. Die zweite Frage stelle ich danach.
Also es gibt mit Sicherheit Leute, also nein, nicht mit Sicherheit, es gab schon diverse Male Bewerbungsgespräche, die dann quasi zum Ende gekommen sind relativ schnell und die dann so gesagt haben, kann ich wenigstens ein Foto machen. Der eine war gut so. Ja, okay, dann ja, kein Problem, aber kann ich nochmal hier alles sehen? Ja, gibt's ja? Schon. Ja, gibt's. Nein, aber auch, dass dann Leute eingestellt hast, so Groupies, wo du dann gemerkt hast, oh, das ist ein bisschen. Also die viele Leute hatten schon vorher Kontaktpunkte. Ja, ist ja klar. Man kommt ja nicht drum herum, wenn man das Internet anmacht. Und haben auch, dein Gesicht ist ja aber überall. Auch eine hohe Affinität für diese Produkte, einfach eine Liebe für die Produkte und dadurch auch vielleicht meine Videos mehr konsumiert. Ich meine das gar nicht negativ, ne? Also wenn jetzt einer den Elon Musk feiert, der geht ja bei Tesla arbeiten und feiert diesen Mann, auch wenn er den nicht jeden Tag sieht. Aber der findet einfach seine Philosophien oder die Ideen, die er hat. Also das weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob jemand deswegen mal zu uns gekommen ist, der gesagt hat, so, ich finde sein Mindset gut. Also das glaube ich nicht. Warum, wenn du hier mit deinem Flamingo in den Pool springst? Ist doch geil. Zweite Frage. Gab es oder gibt es Kunden, die extra so viel Sachen bei dir kaufen? Also Uhren, die haben's. Nur damit die mit dir in Kontakt kommen und du merkst das und du bist dann noch so raffiniert und nutzt das auch noch aus. Ja, es gibt schon, natürlich gibt es Kunden. Ja. Es gibt Kunden natürlich, die sich qualifizieren über die Kaufmenge. Klar, natürlich. Kennst du die dann auch so? In deinen inneren Das sind meine besten Freunde. Ja. Ja. Nein, guck mal, pass mal auf. Ich bin jetzt reich, ne? Ja. Ich finde dich cool, ich will Kontakt mit dir haben. So, ich bestelle jetzt eine Uhr, zwei. Ab wann reagierst du? Ab wann sagst du, oh, dieser Name, der gefällt mir? Also am Ende muss ich sagen, wenn jetzt jemand bei Twitch aktiv ist und da haben wir schon ein paar Leute, wo ich so sehe... Ach schon, das reicht schon, nur bei Geschenke da schicken. Nein, nicht bei... Und ach du so. Siehst so zum Beispiel, wir haben viel auch oft mal so Interaktionen, so kaufen, dies, das und du sagst, hey, ich habe da eine... Live-Shopping? Ja, so QVC, nur so anders. Und dann merkst du schon, okay, die eine Person ist schon affin dem gegenüber und die kauft dann auch, weißt du, die löst dann aus. Oder auch sonst, wir haben auch sonst Kunden, wo die immer wieder bestellen, aber ich sage dir auch eine Sache, dann lasse ich mir auch manchmal was einfallen für die. Jetzt nicht nein, für immer, aber... Nein, aber ich meine wirklich, ist dann auch daraus ein engerer Kreis entstanden? Oder eine Bekanntschaft? Sagen wir nicht engerer Kreis? Klar, also... Also diese ist Tür ist offen. Ist auch schon aber wie viel Umsatz? Also das würde ich gar nicht so betiteln. Also manchmal ist mir auch... Ich habe auch Leute, die jetzt nicht so... Die haben sich wirklich was erarbeitet, gekauft. Das weiß ich auch durch Twitch und so. Und das sehe ich auch am Käuferprofil und so. Und ja, ich bin dann schon... Also ich gehe dann schon darauf ein. Wenn die mir eine Frage stellen im Twitch, egal was. Zum Beispiel jeder fragt, so, wo ist mein Paket? Die da irgendwelche Fragen. Auf jeden Fall, wenn der Typ schreibt... Ich werde dem alles geben. Also merkst du den Namen auch? Ja, ja. Klar. Also so ein paar Namen sind auf jeden Fall in deinem Kopf. Also das funktioniert. Also wie viel? Darf ich fragen, wie viele ungefähr? Wie viele Namen? Wie viele solche so diese? Kommt drauf an, so wie viel Umsatz die machen. Ich nenne diese Leute. Also in meinem Sprachgebrauch sind das die Diehards. Also deine Diehards. Da gibt es schon 20 Leute, würde ich sagen. 20, ja. 20 Leute, ja. Also 20 Leute, ja. So. Ihr wisst, wer ihr seid. Sei du die Nummer 21. Stelle jetzt deine Uhr auf www.markgebauer.com. So ist es aus. Sehr cool. Genau. Hey, das ist auch interessant, weil du bist ja so einer der größten Creator. Du bist sehr erfolgreich der auf größte. Twitch. Der größte, ja. Das ist der Markt. Ey, hör mal, guck mal, das ist der größte Creator. Boah, du bist doch eine Maschine, Mann. Hör auf. Du bist auf jeden Fall so eine Reichweite. Ich hab Reich, aber guck mal, ich bin doch gegen andere Leute, bin ich nix, Mann. Wer ist denn andere Leute? Warte mal, lass es mal definieren. Guck mal, zum Beispiel... Im deutschsprachigen Raum? Ey, guck mal, ich bitte dich so... Wer ist im deutschsprachigen Raum viel krasser? Also, wenn es um Geld geht... Also nicht um Geld. Nein, wenn es jetzt darum geht, zu konvertieren, sagen wir mal, also umsatzmäßig, wird es schwer. Aber so zum Beispiel, du hast so zum Beispiel die ganzen Stuttgarter Jungs. InScope, Unsympathisch TV. Aber die sind so lange schon dabei. Natürlich, Nein, guck mal, wir müssen jetzt Unterschiede machen. Ich rede ja von deinem Metier. Ach so, okay. Da bist du die absolute Nummer eins. Ja, also wenn es jetzt... Wenn ich das sage, ist das so? Ja. Oder willst du mir widersprechen? Nein, das stimmt. Ja. Ja. Du musst ja auch unterscheiden. Guck mal, wann bist du in den Markt reingekommen, in den Social Media Markt? Ende 2018. Guck mal, Ende 2018. 2018 hast du erst angefangen damit? Nein. Wir haben 2016 die ersten Videos gedreht, aber das war ja dann... Hattest du nicht vorher schon Outfit of the Day gedreht? Schon zu der Zeit, wo du beim Herrenausstatter warst? Doch, aber da war ja... Da war ich da einer, wo du 20 Follower hast, warst, ne? Weißt du, wer die Nummer 19 war, ne? Echt? Hast du so früh? Damals habe ich das... War das dein Kinderzimmer? Das war nicht mein Kinderzimmer. Ja, aber es sah so aus. Ja, aber da gab es noch keine Videos auf Instagram.
Nee, du hast immer Foto vor dem Spiegel gemacht und hast dann drunter geschrieben. Und dann hast du auch immer Uhren genommen von deinem alten Arbeitgeber. Genau. Das ist halt ein bisschen, hab ich so, der Junge ist raffiniert. Das war dein Anfang? Das war dein Anfang mit Social Media? Ja, das war übrigens, weißt du, wer mir den Insta... Ich wollte das gar nicht machen. Diesmal, weißt du, wer mich bei Instagram angemeldet hat? Sag das lieber nicht, kriegst morgen Rechnung. Meine Frau. Okay. Meine Frau hat... Deswegen ist die aus der Nummer auch nicht mehr rausgekommen, meine, ne, später. Meine Frau hat mein Instagram... In welchem Jahr? Das war viel, warte mal. Ja, muss der dann... Vor 10 Jahren. Ja, locker. Nee, vor 10 Jahren. Wir sind jetzt 10 Jahre zusammen. Ja. 2013 war's? Ja, 2013, ja. Ja. Aber auch relativ spät, ne? Also die du gerade genannt hast. Na, bei Instagram. Aber allgemein im Social Media, ich sag mal so, ich war ja ESL-TV, ich war das erste Mal mit 14 im Fernsehen, um Computer zu spielen, ne? Also ich bin allgemein... Also hast schon diese Affinität dafür Affinität gehabt? Ja, hatte ich schon. Mit Medien war der ja schon hast früh. Hast ja auch Journalismus studiert. Also wer Journalismus studiert und Medienkommunikation, hat er auch schon Affinität. Hat dir das was damit gebracht? Null. Aber du hast schon Interesse dafür gehabt. Ja, das war darum habe ich das angefangen. Ja. Und dann hat er aber schnell gemerkt, da gibt es nichts zu holen, ey. Da gibt es gar nichts zu holen. Sowieso in diesem Bereich jetzt, die Creator machen ja sowieso Journalisten jetzt platt. Creator sind ja jetzt die neuen, so gesehen, Journalisten. Ja. Es gibt ja einfach Creator im Journalismusbereich und die spezialisieren sich dann einfach auf eine bestimmte Nische und dann sind die einfach best. Also Zeitungen und so weiter und so fort gehen ja alle auch platt durch die ganzen Creator. Die Creator ersetzen jetzt Spezialisten aus Fernsehen und aus Journalen und so. Okay. Wenn du... Wie kriegst du alle Sachen unter einen Hut? Einfach also machen. Also wirklich alle. Einfach machen. Nein, das ist damit nicht beantwortet. Doch, einfach doch, machen. Doch, weißt du? Du bist Familienvater. Mhm. Nein, es geht nicht darum, dass man es einfach macht. Es geht darum, okay, wie stellt sich so dein Tag dann? Also wie viel Zeit gibst du für was? Ich gehe, also morgens gehst du auf jeden Fall schon mal zum Sport. Ach, nix. Also es gibt so eine Taktik, die hat mein alter Chef, hat die mir mal beigebracht. Richtig. Ich weiß auch genau, worauf du hinaus willst. Und zwar... Das habe ich auch von ihm. Fußball? Nee. Okay. Weil der hat nämlich gesagt, der hat mir mal... funktionieren wir zwei? Wir standen mal in Düsseldorf und so, da ging es so um Kunden, irgendwas. Und er sagt so, guck mal, das ist wie ein Fußball. Okay, der Fußball ist jetzt vor dir. Das ist die Aufgabe. Du musst den einfach wegschießen, soweit es geht. Wenn er zukommt, schieß nochmal weg. So, von daher, bei mir ist mein Alltag ist so. Zum Beispiel, ich habe einen Plan, auf lange Sicht soll das passieren. Okay, ich arbeite darauf hin, aber mein Alltag sieht so aus, das, was vor mir ist, das packe ich einfach an und erledige das. Bist du dieser Typ, der auch, das sind ja immer diese ganzen Coachings-Leute und so, wo siehst du dich in 10 Jahren? Wo siehst du dich in 25 Jahren? Bist du so einer? Hast du so ein Bild Klar, von dir? Doch. Planst du so weit voraus? Ja, also man muss das ja schon visualisieren, was man möchte. Ja. Ne? Oder zumindest, man muss sich wünschen. Im Detail oder? Schon, ja. Also es gab auch mal so jemand, der hat so Sachen von mir zusammengeschnitten. So, ich wusste diese Sachen gar nicht mehr, aber ich habe schon im Stream sehr früh gesagt, dass ich exakt so wohnen möchte. Wie jetzt? Alles. Wann war das? Das war 2020. Okay. Und ich benenne die Sachen dann schon sehr genau und so. Und dann, wenn ich das einmal mir in den Kopf gesetzt habe, dann gehe ich der Sache auch nach. Der Nachteil daran ist, dass ich halt davon nicht ablasse. Und ich kann jetzt zum Beispiel, es ist jetzt nicht sinnvoll, dieses Ziel zu haben, aber dann... Ich kann da nicht einfach so abbiegen und dann sagen, ja, okay, ich lasse das Ziel beiseite, sondern nein, ich mache das Ziel okay. dann. Aber was ist, wenn das Ziel immer weiter in die Ferne rückt? Durch Rückschläge? Das ist jetzt nicht passiert. Ja. Das ist dein Glück oder dein Können oder dein Fleiß. Also am Ende, ich sag mal so, Amerika, ne? Ich sag dir jetzt Amerika. Amerika ist schon heftig. Amerika, ich wollte das schon Anfang 2021, Ende zu, also Amerika aufzumachen, ne, zu eröffnen. Ah, auch ein Geschäft, einfach Geschäft, dasselbe Herr Gebor, für die Leute, die es nicht wissen, der Herr Gebor expandiert. Genau, so. Macht eine Firma in Amerika auf. Nö, habe ich schon. Also schon. Nicht Premiere, ich habe schon seit Ende 2021 wollten wir als erstes jemanden dort drüben installieren, der halt dann da drüben das bespielt. Ich bin hier und dann spielen wir uns die Bälle zu, aber auch als Marc Gebauer halt drüben, dass ich drüben auch eine Dependance habe. Also es geht nicht, ich muss das alles selber machen. So, dann ging es darum, okay, wir haben als erstes dann Investor-Visa. Dann haben wir umgeswitcht, Investor-Visa nein. Dann haben wir umgeswitcht auf O1-Visa. Schwer, ne, eine Green Card zu bekommen. Ne? Also Arbeitserlaubnis ist schon eine Nummer. Person of Special Interest-Visa, dann ging das an. Guck mal, jetzt haben wir 2023. Ich habe seit ziemlich genau 12 Monaten das Visum.
Aber ich bin immer noch hier. Ich drehe durch, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Das ist zum Beispiel so, aber am Ende, ich weiß, wenn es passieren soll, dann wird es passieren. Egal, wie ich mich anstrenge, wenn es noch nicht jetzt sein soll, dann wird es halt später passieren. Ja klar, das ist natürlich immer einfach und gesagt. Und, ne? Und diese Rückschläge, vielleicht bin ich auch zu positiv eingestellt. Ich denke dann immer, ja, ich das glaub, kann ja noch kommen. Nee, ich glaube, bei dir ist es halt ein bisschen anders. Bei dir ist halt so, du hast ja so viele, also du hast ja so viele Aufgaben, du hast ja so viele Sachen zu tun, dass das dann auch immer schnell, sag ich mal, irgendwo nach hinten rückt. So, jetzt sagen wir, du hast nur das Thema. Dein Ziel ist, du willst dich in Amerika, ne, da selbstständig machen und dann zieht sich das so. Und du hast aber am Tag, also du hast wirklich nur diese Aufgabe. Dann funktioniert das nicht. Ja. So, aber weil du stehst morgens auf, wie du gesagt hast, da sind die ganzen Fußbälle und die schießt ja so weit weg, wie es geht. Genau, das ist meine Taktik. Genau, das ja. ist... Das ganze Konzept von Marc Gebauer besteht darin, dass er sich seine Aufgaben vorstellt wie in Fußball und die einfach wegschießt. Falls, ja, das. Aber zu der Zeit, wo du dir das visualisiert hast, hier mit dem, zum Beispiel mit dem, also auch so, mhm. ach, dass auch so aussieht. Ja, vielleicht ein bisschen größer noch, aber also als ich jetzt das erste Mal reinkam, als ich hier das erste Mal reinkam. Also ich muss wirklich sagen, also als ich hier reingefahren bin, ne, ja. habe ich auch schon gedacht, ey, der arme Marc. Ja, jetzt, also ich wollte wirklich bemitleiden. Warum, weil es so also, klein ist? Ja, Bruder, das kann man doch nicht wohnen. Nein. Mit allem Respekt. Nein, nein, jetzt denke ich. Also wie machst du das überhaupt? Als ich hier eingezogen bin, habe ich mir gedacht, boah, ist schon groß so, ne? Aber, groß? Ja, aber dann... Also, wie viel Zimmer? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Er hat noch nicht zu Ende gezählt. Der wohnt seit drei Jahren hier, der hat noch nicht geschafft, zu Ende zu zählen. Immer, hat er immer angefangen, so beim 19. Zimmer. Ey, wo waren wir jetzt? Ach komm, scheiß drauf, wir gehen schlafen. Nein, aber ja, es geht immer, also es geht nicht darum, dass ich da jetzt so hinterher bin, aber ne, eigentlich wollte ich ursprünglich mal ein Schloss und... Es ist ja schon ja. schlossähnlich, ne? Also du hast jetzt nicht so, also falls die Leute das nicht kennen von deinen Videos, könnt ihr euch mal angucken, auch seinen Kanal abonnieren oder macht Abkürzung, direkt PayPal Geld schicken. Lass mal diese Glocke an, Glocke aus. Komm, schick einfach direkt Geld mal, Glocke an, wie die immer alle sagen, Glocke an, abonniert. Ja. Ich habe festgestellt, dass 90% aller meiner Zuschauer keiner der Follower ist. Das funktioniert aber wirklich, Omar. Ne? Ja, und dann sollen sie doch Geld schicken, die wollen doch eh Geld haben. Oder gib PayPal und soll PayPal 30 Euro schicken, fertig, Mann. Auf jeden Fall, wo wollte ich jetzt darauf hinaus? Also, genau, auf Marc Gebauer, da könnt ihr euch das hier angucken. Man muss ja schon sagen, dass das hier ja schon, wie soll ich sagen, also du hast hier schon wieder was ausgesucht. Was wieder so ein Lebensprojekt ist. Also du hast, bist jetzt nicht hingegangen, hast dir eine moderne Stadtvilla geholt. Nee, das stimmt, ne? Ja. So, wo man einfach einzieht, was die Leute halt so kennen, ne? So in L.A. Modern, oder auch in, ja. Genau, sondern du hast wirklich ein altes Gebäude genommen. Ja. Hohe Decken, schöne Decken. 1887. Und, genau. Oh, hast du alles machen lassen aber, ne? Vieles, war schon gut, ne? Da war, ja. schon, war schon gut hier. War schon gut? Ja, muss ich nicht viel machen. Wie bitte? Oder? Ich weiß, ich du hast fast alle... Wie? Das erste Mal, wo ich hier war, da war ja gar nichts. Ich war noch nie hier, es ist wunderschön. Und da war ich konnte das erste Mal das Zimmer sehen, wo er immer die Videos dreht. Das ist auch ein Probieren. Alleine hier die ganzen Tunnel, bis du die alle entdeckt hast. Ja. Tunnel? Ne? Brunnen, Tunnel. Was für Tunnel? Ja, wir haben so ein paar Brunnen, Tunnel, ja, ist alles da. Echt? Ja. Schutzbunker. Von damals. Hast du einen Schutzbunker? Also hier unten drunter ist schon. Ja? Da ist man schon sicher, ne? Hat das irgendwie so eine Adligenhausfamilie gehört und sowas? Echt? Dem Schloss van Dyck, das war so das Winterhaus. War so ein Geschlecht Lüb oder wie das hieß? Also das war, also es gehörte alles mal der Kirche und so und man sieht das auch noch, dass eigentlich... Hey, die Kirche hat so viel Kohle, ne? Alles gehabt. Dass eigentlich das daneben, das Nebengebäude, also das, also ja, derjenige, der vorher in dem Schloss Dyck gelebt hat, der hat im Winter, war der hier, weil das Schloss halt schwer beheizbar ist. Ja, und das war dann cool. Halt, ja, hat schon viel Geschichte. Ich liebe Geschichte, das weißt du ja. Cool. Also ich würde auch gerne mal in einem Ort wohnen, was so eine Geschichte hat. Ja. Erleben mal, wie viele Leute schon hier gestorben sind. Ja. Ja, oder was hier passiert ist, so Kämpfe und dann so, Streiterei. Ja, die Revolution und ja, irgendwann ja. so, boah, das ist so. Ich denke mir immer, weil ich weiß, wann das Haus gebaut wurde, denke ich mir immer, wenn ich jetzt so auf TikTok oder so Sachen sehe, so mit Zeitangabe, ne, wann welche Könige regiert haben, so denke ich mir, Alter, das Haus stand schon da. Cool. Zu der Zeit, weißt du? Das ist cool. Und es gehört jetzt dir. Ja. Aber 2020, wo du das visualisiert hast, ne, dieses Haus, wie hoch war denn die Wahrscheinlichkeit, oder konntest du dir das überhaupt vom Volumen, also vom Finanz, überhaupt vorstellen, dass das überhaupt gehen würde irgendwann mal? Also 2020. Und wann hast du es hier gekauft? Letztes Jahr, 2022. Das heißt, zwei Jahre später? Ist das passiert. Die Sache ist,
Also, ich meine, wir alle, wir drei sind jetzt hier gläubig und das ist auch eine Stärke da drin. Alhamdulillah. Ja, und dadurch, und ich sehe das ja jeden Tag auch auf bei anderen Leuten, ähnlich wie jetzt zum Beispiel vielleicht der, nicht größtmannig, aber Kanye West auch und so. Es gibt manche Menschen, und ich gehöre auch dazu, für mich gibt es keine Grenzen. Wenn ich mir so vorstelle, was, wenn ich etwas, was möglich ist, ne, was möglich ist, am Ende... Weil du dir denkst, Allah kann alles. Gott entscheidet sowieso. Warum soll ich mir Grenzen da setzen, wo Gott keine Grenzen gesetzt so, hat? So, wenn das hier passiert, und weiß Gott, ich bin ja dabei gewesen. Also, ich meine, damit, wo ich gestartet hatte, ich hatte ein paar Uhren, ich hatte kein Geld, als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte jetzt so gesehen nichts. Und daraus ist das entstanden. Wie kann das sein? Also, das ist nicht natürlich, also für mich, also natürlich, man sieht das in Zahlen, aber für mich selber ist das nicht natürlich erklärbar. Und darum sage ich auch, jetzt habe ich beispielsweise auch wieder diese Sache, diese Gedanken im Kopf. Ich saß am Sonntag bei meinen Eltern und ich habe so gesagt, so, kann mir mal bitte einer sagen, wie soll es bitte möglich sein, 100 Millionen für ein Landhaus auszugeben? Wie kann ich 100 Millionen haben für ein Landhaus? Ja. Weil, ich sag mal so, mein Gedanke ist, ich möchte in Amerika halt die so... draußen, wir ziehen nach L.A., habe ich gar keinen Bock drauf. Ich möchte halt irgendwie so einfach draußen am Land sein. Ranch? So eine Ranch haben, ja. Und Colorado oder? So, genau so. Colorado, so einfach draußen, so 30 mal 30 Hektar. Auch so mit Büffel? Genau, ich möchte nämlich auch Fleisch. Omar, Büffel. Und so bin ich dein Mann. Und ich denke mir dann so auch wieder, wie soll das gehen? Aber dann sage ich, wenn es sein soll, dann wird es passieren. Inshallah. Ich meine, du tust ja auch viel dafür, ne? Es gibt natürlich auch Gesetzmäßigkeiten, ne? Also die Leute machen sich dann auch wiederum viel zu einfach. Ja, wenn es so sein soll, dann soll es so sein. Nein, du arbeitest du bist ja auch sehr kreativ. Du machst ja fast aus allem Geld. Sogar aus alten Carolina Reaper. Familie and Friends, hast du gesehen? Carolina Reaper. Ich bin der Spezialist geworden dafür, für Dana Kilhot Challenge. Ich kannte das Zeug gar nicht. Ne, wir hatten ja jetzt für diese Allergajutsten und auch für einen anderen Videodreh und von der Hot Challenge hatten wir noch die Chilis übrig. Und da habe ich gesagt, boah, lass einfach ein Chiliöl daraus machen, weil die wegwerfen kannst du ja nicht machen. Das ist Verschwendung. Die sind auch teuer. Dann haben wir die halt im Ofen getrocknet, püriert. Ich gesehen, da oben habe ich ja. Ja, genau. Wir haben jetzt halt nur für Freunde. Ne, 75, ja, Limited Edition. 75 Stück. Ja, oder direkt 73 Stück. Sei einer von den 75. Na, ich glaube nicht, dass wir die verkaufen. Doch, geht mal alle auf Markt. Wir haben eine starke Community. Du kennst unsere Community nicht. Nein, darum geht es nicht. Wir haben kaufkräftige Leute bei uns. Ich glaub, nicht nur diese Dings. Das ist eher so ein Produkt, was wir so verschenken. Aber sollen die kaufen. Okay. Aber ist das wirklich? Kauf das. Wir müssen die ausverkaufen. Scharf, ne? Nee, ist nicht scharf. Nicht scharf? Das hat so genau, du wirst denken, dass das... Das schmeckt bestimmt so wie dieses Pizzaöl. Das schmeckt so perfekt nach Pizzaöl, aber das hat so eine sehr, hat sehr, Knoblauch sehr... Knoblauch gemischt? Ja, Mann. Oh. Aber nur Knoblauch oder hast du noch reingemacht? Wer hat das gemacht für dich? Ich krieg Hunger. Aber dieses Öl ist wirklich so, wo ich sage, boah, das schmeckt so lecker. Das heißt ja Family and Friends. Das heißt, ich kann mir ja gleich eine Flasche da wegnehmen. Kannst du mitnehmen. Cool. Ja. Du wirst danach sagen, Das machen wir, bringen wir raus, das, ne? Das ist Sücht, du willst trinken. Ja. Ey, Marc... wo wir gerade dabei sind, Amerika und Reisen, du bist ja schon viel gereist, ne? Also, ne, bestimmt seitdem du jetzt erfolgreicher bist, auch noch mehr. Mhm. Welche Kultur ist so für dich so die Kultur, die dir am meisten gefällt? Weil du hast ja schon viel bereist. Sagt ja auch über einen. Wo ich mich am wohlsten fühle? Ja, so die Kultur, wo du so dich am wohlsten fühlst, die dich so am meisten überzeugt, wo du sagst, wow, ich finde das einfach Hammer. Ich liebe den afrikanischen Kontinent. An der afrikanischen. Und ich hätte zusätzlich dazu imponiert. Also imponiert, was mir imponiert. Ich glaube, Irak. Na, also. Dich gefolgt von Libyen? Ja, genau. Nein, aber. Nee, ich sag mal, wenn wo ich so mich selber sehe, wo ich so selber hin, wo ich so sage, möchte, irgendwann mal sein möchte. Afrika, da ist so das Leben echt. Senegal, Uganda. Das sind so die beiden Länder, wo ich immer, wenn ich da bin... Von West nach aber Ost. Aber meinst du? West, Senegal, West, Uganda, Ost. Ich weiß nicht, was besser ist. Ich muss noch gucken, aber ich glaube, Uganda ist ein bisschen weiter vorne. Echt? Ja. Warum? Und, weil das da so... Guck mal, du bist da draußen, du stehst morgens auf, es geht darum, Wasser. Dann musst du ein Tier schlachten, wenn du Fleisch essen willst. Du musst anbauen. Boah, das ist mein Leben. Und das einfach echt...
Guck mal, am Ende, du kannst gesettelt. Ja, du kannst machen, was du willst hier. Du kannst hier Geld verdienen, verdien mehr Geld. Es gibt eh immer jemanden Größeren. Die ganzen Aufgaben, die wir erledigen, Post, Briefe, aufmachen, dies, das. Ich sage dir, ich habe nie so zufriedene Leute gesehen wie in Afrika. Subsahara-Afrika. Ganz ehrlich, in Afrika war ich nur im Norden bis jetzt. Es ist auf jeden Fall für mich, ich muss einmal irgendwann nach Westafrika oder nach auch Ostafrika mir das mal anschauen. Südafrika, so, meine Schwester ist ein großer Fan davon, weil die auch da gelebt haben und so. Ich sag dir, Südafrika ist okay, aber ich finde, wo ich mich selber irgendwann sehe, wo ich sage, wenn du mich fragst, wo ich mich später mal sehe, wo ich wirklich oft dran denke, was ich mir oft vorstelle, was ich auch oft ausspreche, ist, dass ich zum Beispiel vielleicht nach Uganda gehe und dann, einfach, ich habe auch mal in Senegal auch mal so einen Bürgermeister kennengelernt, ne? Und auch so, der hat vorher für Nestle gearbeitet, ganz heftige Story, wirklich. Oh. Und ich denke mir so, wirklich, das könnte ich sein. Das könnte was sein. Das könnte was für mich sein. Boah, dort zu leben in der Senegal. Doch immer. Die Jungs, 10 Jahren ändert sich. Die Jungs, die da unten sind, ne, die jetzt in den Schulen sind und so weiter, die wirklichen Jungs. Boah, ich glaube, wenn du da ein paar. Also, du willst dann Soldaten züchten. Du warst da wegen Hilfs. Da sind schon einige früher drauf gekommen. Hilfsprojekte warst du da, ne? Mhm. Da sind, guck mal, die Jungs, ne, die jetzt dann auch da so Imam-Ausbildung oder sonst irgendwas machen, da mal das, die haben eine Disziplin. Ich habe ja mit ganz vielen, ich habe ja viele kennengelernt, also aus Afrika, weil die mit mir auch studiert haben, ne? Man muss sagen, und das ist einfach Fakt gewesen, die diszipliniertesten und die, das also die, die haben, das waren die Jungs aus Westafrika, Senegal, Nigeria, Mali, also das waren wirklich Maschinen. Also wenn du zum Fächergebiet gegangen bist, die erste Reihe, das war einfach so, war schwarz. Das sind die Jungs. Und jetzt stell dir mal vor, du bietest denen eine Möglichkeit. Du hast davon 2000 Stück, ne? Und hast jetzt den Switch Amerika, Europa. Auch für Arbeitsplätze und so weiter. Boah, Junge, aber die Zukunft wird Afrika sein, weil Afrika ist ein junger Kontinent. Ja, aber China spielt da schon eine große Rolle mit. Ja. Wenn du da langfährst, du siehst Straßenzüge, alle Dinge auf Chinesisch, die ganzen Straßen, Mautstraßen, alles in chinesischer Hand. Ja, ich meine, am Ende, dafür bin ich zu wenig im Thema drin und so weiter. Aber ja, das wird noch eine heiße Geschichte da. Ja, das sehen wir jetzt momentan, aber lassen wir mal das Thema. Genau. Ne? Weil da bin ich raus, davon habe ich nicht so viel Ahnung. Ja. Ich habe eine andere Frage. Wie kriegst du das hin? Es ist ja ein ganz schmaler Grat, ne? Zwischen Selbstbewusstsein und arrogant. Mhm. Zwischen Hochmut. Dazu kommt jetzt. Zwischen Verschwendung und dass die Sache nützlich ist. Also, dass man sich, sag ich mal, die Sachen, die man zur Verfügung bekommen hat oder dafür, wofür man verarbeitet, dass man das genießt. Wie kriegst du das hin? Also, welchen Rahmen tust du dir setzen, um da nicht in irgendeine, wie du sagst, Hochmut, Arroganz, ne, oder Kibbir, irgendwo da reinzukommen. Ich guck mir oft auch meine Videos an bei TikTok. Nein. Ich guck mir oft für meine Verhältnisse große Geschichten an. Zum Beispiel, sagen wir mal, Saddam Hussein. Gaddafi. Jetzt wisst ihr, warum ich eben Irak gesagt habe. Ich guck mir diese Geschichten an. Ach so, und aus den Dings zu lernen. Ich guck mir das an. Ich guck mir diese Leute an. Ich guck mir an, wo sie waren, wo sie jetzt sind, was sie alles geschafft haben, was sie für eine Power hatten und am Ende, was daraus geworden ist. Bam, vorbei. Und egal wie du denkst, du bist der Präsident von einem Land, du hast hier Goldreserven, du hast dies, du das. Öl bis zum geht nicht mehr. Genau. Oder auch Donald Trump, so jemand, weißt du? So jemand. Am Ende, man muss immer um den Teppich bleiben. Und ich habe heute noch am Mittagstisch nach dem Banktermin gesagt, ich hinterfrage, also man muss auch darauf warten, dass man nicht durchdreht. Ja, aber darauf will ich ja hinaus. Also was rechtfertigt dann, weiß ich nicht, welche verrückten Sachen hast du dir schon angeschafft? Wo du sagst, ey, was habe ich da gemacht? Was habe ich mir angeschafft? Was habe ich da wo ich so ein schlechtes Gefühl hatte? Ja, wo du gesagt hast, okay, das ist schon grenzwertig. Also das ist eigentlich, jetzt habe ich es nur gemacht, weil ich es machen kann. Nee, dafür tut es mir zu weh. Jeder First-Class-Flug, also ich fliege nur First-Class. Okay, jeder First-Class, Entschuldigung. Nein, jeder First-Class. Keiner was anderes behauptet. Nein, guck mal, ich sag dir, nein, zum Beispiel, das habe ich auch von Donald Trump. Weil er hat eine Geschichte erzählt von einer Person, diese Person ist nur First Class geflogen. Weil er gesagt hat, das ist
quasi, das hängt auch was mit dem Mindset zusammen. Ja, genau, dass man immer Gas gibt, dass man immer fürs Und wisst ihr, was ich alles... Warum? Genau das. Weil es gibt niemanden quasi davor. Du bist am Anschlag, du bist vorne, du willst dafür, du arbeitest dafür. Ich sag dir aber, die Flüge bei First Class, weißt du, was ich alles daraus gelernt, was ich mitgenommen habe? Die ganzen kleinen Artikel, die wir selber jetzt auch anbieten im Shop, habe ich deswegen in den guten Hotels. Kleine Sachen, was man besser machen kann. Schreiben, Papier, Tassen... Tassenoberfläche, das habe ich da, diese Sachen bringen mir so viel, du musst ja die Weltspitze, du musst das... Was also das hat dich in ein anderes, sagen wir mal, in ein anderes Universum so gesehen gebracht. Ja, all diese Reisen haben mir etwas gezeigt, was ich mitnehmen kann, was wir für unser Unternehmen besser machen kann, und selber wäre ich darauf nicht gekommen. Auch in den Hotels, da gibt es Kleinigkeiten, sagen wir mal, wie die Schokolade verpacken, Sachen, Materialien, die einsetzen, Kugelschreiber, diese Kits mit Kamm, hier diese, wo man so Kamm, dies, Rasierer und so weiter, das sind alles Sachen. Für mein Geschäft, für mein Luxusgeschäft sind das, ich habe auf diesen Reisen so viel mitnehmen können, und darum ist es für mich wichtig, so zu reisen. Okay, was machst du denn, wenn es keine First-Class-Abteilung gibt? Kannst du dann überhaupt noch fliegen? Ey, Mann, es ist so, wie es ist, ne? Was ist mit Privatjet? Nein, das ist zum Beispiel, ich versuche es mir zu rechtfertigen. Das wäre Verschwendung. Ich krieg's nicht hin. Okay, das ist deine Grenze. Was heißt meine Grenze? Ich versuche die ganze Zeit, es mir schön zu rechnen. Ich schaffe es nicht. Falls jemand von euch da draußen mir das irgendwie schön rechnen kann, dass es in meinem Kopf Sinn macht, Privatjets zu reisen. Aber die kaufen doch auch nur, den meisten gehört ja der Privatjet nicht. Die teilen sich den ja. Ja, das Problem ist, immer nur so. Zum Beispiel, okay, wir fliegen jetzt nach L.A., ne? So, und da sagen wir, der Flug nach L.A., Düsseldorf, L.A. kostet 140.000 Euro, wenn du richtig billig kaufst. Hör mal, wie willst du das rechtfertigen? Das ist doch, Alter, 140.000 Euro. Aber was ist denn, wenn du mit dem Flug, ne? Du kommst pünktlich zu dem Meeting. Du wickelst einen Deal ab. Nein, gibt's nicht. Dann fliegst du halt vorher. Das geht unmöglich. Aber ist das dann nicht umgekehrt genauso, dass man sagt, ja, okay, dann flieg doch Business oder Economy? So genau dasselbe, kommst du auch rein. Was rechtfertigt dann am Ende den First-Class-Flug nach L.A. für 30.000 Euro? Der First-Class-Flug kostet mich nichts. Ich zahle immer mit Meilen. Weil du so viel darauf fliegst, ja, nee, der kauft ja alles damit. Ich habe noch nie in meiner gesamten Karriere, das muss man jetzt dazu sagen, ich habe noch nie für einen First-Class-Flug Geld ausgegeben. Also ich kaufe vielleicht Business und grade dann ab, aber ich habe jetzt noch nie Cash, also oder mit der Karte First-Class-Flug bezahlt. Also Amex funktioniert ja folgendermaßen, ne? Amex oder Lufthansa, Miles and More. Ihr müsst mir das jetzt erklären, also guck mal, zuschauen. Ich glaube... Also du musst ja einen Umsatz generieren, ne? Richtig? Okay. Du musst viel mit der Karte kaufen, und dadurch ermöglicht dir Amex, First-Class-Flüge oder andere Lounge. Was ist Amex? American Express. American Express, also. Lounge, ne? Also dass du da rein kannst und essen kannst und trinken kannst. Und da musst du dich nicht anstellen und alles. Und du fliegst ja, ne, Firma. Du bist ja immer nur beruflich unterwegs. Du musst ja auch steuerlich Geld machen. Ja, damit natürlich, aber du musst für Deutschland so viel steuern. Aber natürlich rechnen wir den Privatanteil immer raus. Ja, das ist ja sowieso klar. Ja. Das ist ja ganz klar. Ah, und dann gehst du ja bestimmt hin und hast eine Firmen-Amex. Und mit dieser Firmen-Amex, weil ich dich kenne, weil du ja sehr raffiniert bist, kaufst du bestimmt auch alle Sachen mit ein. Genau. Und dadurch entsteht ein großer Umsatz, dadurch hast du so viele Punkte und dadurch kannst du First Class fliegen. Ja. Ach so. Aber natürlich, das funktioniert halt auch. Das funktioniert halt auch nur bei bestimmten, dann du musst die eine Karte dafür haben, das andere ist wieder eine andere Organisation und so, aber ja. Okay. Aber was, ganz kurz nochmal zu Amex. Amex heißt, du kannst, weil du eben meintest ja, du musst da noch Meilen sammeln bei Lufthansa. Lufthansa. Die haben eine eigene Lufthansa mit Mastercard. Und das machst du dann mit Mastercard. Was machst du dann? Mal kaufst du damit eine Uhr, mal damit eine Uhr? Nee, es gibt bei Amex, nicht alle nehmen das an. Zum Beispiel Chrono 24, der Uhrenmarktplatz. Weil die zu viele... Der nimmt bei Amex 2,2% mehr. Also du musst quasi da mehr bezahlen. Und Mastercard ist umsonst. Also es gibt manche Hersteller, die... Viele nehmen Amex nicht, und dann nehme ich halt immer die Miles and More. Habe ich für auch gehasst, Amex. Okay. Also wenn Leute mit Amex bezahlen wollten. Ja, ja. Hab ich gehasst. Ja, ist halt die höchsten Abzüge, ne? Ja, die sind... Bist du schon mal im Privatjet geflogen, Oma? Ja. Und wie ist es? Klar, Mann, ich bin First Class oder was? Bitte dich. Ich kann mir ihn gar nicht vorstellen, wie er so im Flugzeug so sitzt, so Privatjet und so. Bei dir macht das doch eh nichts, oder? Was? Du findest... Von meinem Vermögen her? Nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine so, das gibt dir gar nichts so. Nein, null.
du hast da gar keine Affinität. Wirklich absolut ist dir egal, ne? Ist mir egal. Ist dir egal. Ob First Class, Business, also, Class, Economy. Nein, ist klar, es ist schon besser, also es ist schon schöner, ja. Muss man schon sagen. Aber mir persönlich, mir gibt das nichts. Aber ich sag eine Sache, wenn du diesen Discount-Flüge, du dein Knie ist schon in deinem Oberschenkel drin, weil das so eng ist, dann ist das natürlich klar, dass das... Da ja, ist schon ein gewisser Komfort. Aber es heißt ja nicht, weil es mir nichts gibt, ne? Ja. Auch jetzt ein schönes Auto zu fahren. Macht Spaß, man fährt natürlich lieber, ne? Man hat viel Ausstattung oder man hat auch Fahrspaß, Komfort, man hat manchmal auch Multimedia Service. Drin, was einfach Spaß macht. Du steigst ein und das Handy ist direkt vom... Aber also es wäre jetzt bei mir nicht anders, wenn ich jetzt einen Golf fahren würde. Mhm. Also ja. Würde mit mir persönlich nichts machen. Also ich habe die Sachen nicht in meinem Herzen. Mhm. Ich habe die Sachen gerne, wie Klamotten, ne, schöne Parfüms, Uhren, trage ich auch gerne. So, aber wenn du es mir morgen wegnehmen würdest, würdest du jetzt mit mir nichts machen. Mhm. Also meine Existenz, oder ich tue mich nicht darüber identifizieren, dass ich sage, okay, das bin ich. Und da haben sowieso die meisten Menschen ein Problem. Weil die meisten Menschen, wenn die irgendwann zu Grabe getragen werden, ist ja so, dass die immer mit einem Titel sterben. Mark, der Uhrenverkäufer. Ja. Zack, der Influencer. Creator. Ja, ich bin ein bisschen ärgerlich. Der Mode-Creator. Ja. Der Streetwear-Mode-Creator. Genau. Neu jetzt. Ja? Ja, ja. Ja. Ganz groß. Van Salé. Das ist meine Brand. Ja, ja. Auf jeden Fall. Eine coole Story, aber kommt. Aber die meisten Menschen sterben doch so. Thomas, der Lehrer. Aber wer geht wirklich auf die Reise, um wirklich sich kennenzulernen? Was er überhaupt ist? Mm. Dazu kommen wir gar nicht. Ja. So, und das habe ich vor Jahren schon angefangen. Aber denkst du, du verkaufst dir Uhren, ne? Und Luxusuhren. Und Parfums und Taschen. Viele Sachen mit Marke drauf. Hot, ne? Deine eigene Marke. Danakil Chip. Andere Marken. Hot Chip. Was ist, meinst du, die größte Motivation von den Menschen, weil wir reden gerade darüber, dass sie diese Marken, Uhren, Marken, Klamotten und so weiter kaufen? Was ist die größte Motivation? Emotionen. Die möchten die Eigenschaften der Produkte auf sich übertragen, genau. Und die Strahlkraft halt selber haben, ne? Also das ist, die Leute kaufen meistens meine Produkte. Nicht, weil sie es schön finden, sondern weil sie dadurch vermeintlich ihr Wesen aufbessern. Dass sie Mehrwert sind. Zum größten Teil. Ja. Aber davon kann sich auch keiner von uns freimachen. Oder die wenigsten können sich freimachen. Also meinst du, die wenigsten Menschen können sich freimachen von diesem, ich kaufe die Marke oder trage die Marke, um mich zu präsentieren oder etwas zu präsentieren. Selbst bei mir. Also natürlich, ihr seht mich sehr selten, dass ich eine Uhr trage. Wenn ich aber eine Uhr trage, mache ich mir schon Gedanken darum. Und es ist natürlich eine Sache, also bei mir, die Sachen sind auch jetzt nicht im Herzen, auf gar keinen Fall, aber ich weiß, diese Elemente einzusetzen. Und davon kann sich, das ist nun mal die Dynamik. Das heißt, also das ist aber was anderes. Das heißt, diese Sachen, viele Leute kaufen das, um es halt zu sagen, so, okay, die möchten diese Wirkung haben. Also die möchten durch das Tragen eine Wirkung auf andere Leute haben und verbessern sich dadurch. Ich habe das jetzt nicht bei mir, dass ich sage, okay, ich bin jetzt cooler, weil ich diese Uhr trage. Ich weiß aber, wenn ich diese Uhr trage und die Leute das sehen, dann wird das was mit denen machen. Genau. Okay. Das ist ja okay. Aber es ist was anderes. Das ist ganz klar, ist ja legitim. Ja. Oder ich kenne auch jemanden, der mir gesagt hat, ich arbeite in einem bestimmten Segment mit gewissen Leuten, die auf diese Statussymbole achten. Ich trage diese Sachen nur, oder einer der Hauptgründe, warum ich die Sachen trage, ist, damit ich diese Leute überzeugen kann, weiterhin meine Kunden zu bleiben und weiterhin bei mir auch meine Sachen anzunehmen. Weil das Erste, was man sieht, ist natürlich das Aussehen. Durch das Aussehen und das Auftreten entwickelt man ja schon vorher ein gewisses Grundvertrauen. Ja. Obwohl, ja. Da hat man gar nicht geredet. Da muss man natürlich auch den Mund und rhetorisch noch was drauf haben. Ja. Und es funktioniert ja so. Aber man sagt ja auch, Kleider machen Leute, ne? Ja, aber die Leute, also ich meine, den Leuten, also mittlerweile ist es ja wirklich so, wenn du den Leuten das wegnimmst, dann denken die, sind nichts mehr wert. Dann wird's eng. Genau. Ja. Dann wird's eng. Und das ist das. Und es ist ja sowieso, wenn man sich die drei wichtigsten Fragen im Leben beantwortet, dann hat man eigentlich dieses Problem nicht. Aber es ist wirklich aber auch so, dass gewisse Sachen, das habe ich zum Beispiel auch beim Reisen, wir haben ja eben so viel über Reisen geredet und auch Flugzeug und so weiter. Wenn du zum Beispiel reist, und das ist auch jetzt nicht das von dir aus, sondern das, was die anderen Leute von dir wahrnehmen, reist mal mit einem Sportanzug und reist mal mit einem, und geh mal auf die Reise mit einem schönen Anzug, den du jetzt anhast, ja, zum Beispiel.
Aber es kommt du wirst komplett anders behandelt. Natürlich. Es kommt drauf an. Nee, du wirst wirklich, das ist bewiesen. Du wenn ich Sportanzug bin und bin First Class, werde ich super behandelt. Ja, aber die Leute, das ist schon nochmal anders. Das ist schon anders. Ich bin mit beidem geflogen. Also wenn es mir egal ist, davon rede ich ja. Mir ist es egal, aber glaub es mir. Die Leute, die mich jetzt so begrüßt oder so begrüßt, ja, dir ist es egal, aber zum Beispiel oder meinst, wenn du jetzt eine Kontrolle weniger. Aber meinst du, wenn du jetzt Economy sitzt? Ja. Ein bisschen mit dem Anzug, Economy. Ja. Ist anders, als wenn du mit Sportsacken Economy sitzt. Du wirst auf jeden Fall anders behandelt von den Leuten. Nee, es ist gemütlicher, mit Dings zu sitzen, mit Sportanzug. Du, Economy, für dich. Anstatt mit Anzug. Ja, für mich ja auch. Ich gehe immer mit... Ja. Nee, ich bin schon. Aber die Leute behandeln einen schon anders. Schon ganz anders. Du kannst sein, wer du willst. Wenn du einen Anzug hast, wenn du eine schöne Uhr trägst, wirst du von den Leuten anders wahrgenommen. Aber ist das heutzutage noch so? 100%. Oder stirbt, nein, ich, meiner Meinung nach, das stirbt langsam aus. Mm-mm. Die neue Generation ist so affin dem gegenüber. Ja, aber gegenüber. Gegen was affin? Was tragen die denn für Klamotten? Die wissen, also bei Kleidung... Also diese Neue wissen, was ein Keton ist. Die wissen, die sehen, irgendwas ist da anders. Ich glaube, bei denen kommt es sogar vielleicht sogar noch negativ rüber. Roman meint bestimmt, weil jetzt viele diesen Street-Style, diesen Penner-Style haben. Uhren, ja. Wie Berlin, ja. Wissen die Bescheid, ganz klar. Aber ich sagte, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mit Monte darüber gesprochen, okay? Und Monte, wir hatten mal eine Diskussion darüber und da ging es darum, okay, wie es ihm gefällt, wie ich angezogen bin. Und er sagt zu mir, ich finde, so wie du angezogen bist, top. Ich habe so mehr zu vertrauen zu dir. Er sitzt im Unterhemd da, ich sitze mit Krawatte da. Sagt, wenn du mit Krawatte da sitzt, habe ich mehr, genau. Aber ganz ich mehr genau, aber Vertrauen. Aber Mont hat ja ein bestimmtes Alter. So, fragen wir mal hier. Ja. Ganz kurz. Du bist ein bisschen jünger. Ist das in eurer Generation noch so, dass ihr, wenn ihr einen seht im Dreiteiler, dass das bei euch im Unterbewusstsein schon einen Respekt hervorruft? Krawatte. Nicht du, deine Generation. Geh nicht. Ja, da kann man, da haben wir direkt. Ja, ein Fallbeispiel. Fallbeispiel. Ja, aber zu den drei Fragen. Wenn man sowieso, man sagt doch die moderne Psychologie, wenn du das dir nicht beantworten kannst, egal wie. Welche drei Fragen mit diesen Grenzen? Egal wie. Wer bin ich? Kurz, genau. Wohin gehe ich? Nein, genau. Woher komme ich? Dann wirst du früher oder später psychische Probleme bekommen. Woher komme ich? Was ist meine Aufgabe? Wohin gehe ich? Egal wie du das beantwortest. Und die meisten Philosophen, ne? Kant, Freund, egal wie die hießen, die konnten sich diese Fragen nicht beantworten. Deswegen sind die alle durchgedreht. Das kommt natürlich, wenn die Leute sagen, das stimmt dann nicht. Also dann sag mal an jetzt, wer bist du? Nicht wer bin ich, ich weiß, wo ich herkomme, ich weiß, warum ich hier bin, ich weiß, wo ich hingehe. Meine Fragen sind beantwortet, deswegen geht's mir auch gut. Okay, du? Ich? Bei dem zweifle ich ein bisschen. Was für ein Ziel. Nein, ganz ehrlich, es gibt ein schönes Zitat. Das ist immer gut, wenn man den Satz anfängt mit ganz ehrlich, wenn das Thema geht. Nein, aber es geht, okay. Ein Vers, der mir direkt einfällt, ist in Sure Maryam, wo Jesus sagt als Baby, er sagte, ich bin der Anbeter Allahs. Qala inni Abdullah. Also ich bin der Anbeter Allahs. So, das ist so für mich meine Rolle, die ich erfülle. Und das ist, was ich auch immer den Leuten sage. Anbeter Allahs heißt ja nicht, dass ich nur 5-mal am Tag bete, faste und meine Zakat gebe und so weiter. Sondern für mich ist das, dass ich eine Rolle finde auf dieser Welt, mit der Allah mit mir zufrieden ist. Dass ich einen Mehrwert gebe der Menschheit und Ich würde mal sagen, das ist ein Ja. Für mich ist das so ganz richtig beantwortet. Nee, das ist so für mich, wer ich bin, weiß ich schon. Okay. Also, und das hat aber auch, aber ich sag dir ehrlich, das hat gedauert natürlich. Erst recht in meiner Jugendzeit, du wächst auf als Immigrantenkind in Deutschland, ich war auf dem Gymnasium. Da sind fast gar keine Muslime gewesen. Ich glaube, auf der ganzen Schule war ich der einzige Muslim, wo die Eltern so bewusste Muslime waren. Weißt du, wie ich gekämpft habe mit meiner Identität? Ich wusste, bis ich 19, 20 war, gar nicht, wer ich bin. Ne? Das war so ein Hin und Her. Natürlich hat man immer so ein bisschen immer so die Liebe gehabt zu dieser Sache, aber erst später kam das so, wo ich mit dieser Rolle bewusst geworden bin. Aber warst du, ich kann es nur von mir sagen, also hast du schon etwas Rebellisches in dir gehabt? Klar. Ja, okay. Guck mal, du musst wissen, ich hab 2-3 verschiedene Leben gelebt oder Rollen gelebt. Ich war der muslimische Sohn zu Hause, dann war, der natürlich Regeln hatte, ne, strikte Regeln, aber ich bin ein extrovertierter Mensch. Das heißt, merkt man gar nicht. Dann außerhalb in der Schule war ich extrem, sage ich, nicht hyperaktiv, dieses Wort mag ich nicht, aber ich war schon extrovertiert, ne, also sehr offen,
der dann auch Sachen gemacht hat, so jetzt nicht ganz schlimme Sachen, aber ich habe immer so Streiche gespielt, Sachen gemacht, die ich zu Hause nicht machen konnte. Ne? Weil meine Eltern waren schon ein bisschen, konservativer. Mm, okay. Und dann hast du Sachen, bist du über die Grenzen geschritten. Okay. Du hast verschiedene Rollen gehabt. Ja, du hast auch bestimmte Sachen gemacht, die jetzt nicht, die deine Eltern nicht gut gefunden haben, die du natürlich draußen gemacht hast und zu Hause nicht. Natürlich, du bist so in einem Zwiespalt. Du hast zwei, drei verschiedene Identitäten gehabt. Das hat dich natürlich auch kaputt gemacht. Aber irgendwann mal findest du dann deinen Weg. Und habe ich dann gefunden. Ja. Ich war als Kind, war ich ganz ruhig. Ich war ganz ruhig. Ich habe auch sehr wenig geredet und so. Ganz ich auch. Introvertierte Typen? Mm, ganz. Ich auch. Echt? Ja, ja, ganz. Ich auch. Aber du bist ja voll extrovertiert. Auch zum Beispiel vor der Klasse so lesen, ne? Boah, ätzend. Gar kein Problem gehabt. Ja, ätzend, richtig. Ganz, also. Ich habe lesen gelernt, bevor ich in die Schule kam. Das war so ein Running Gag. Und mein Onkel, du kennst ihn ja. Was hat der gemacht? Was mein Onkel gemacht hat? Nee, jetzt, ne? Der hat mich als Fünfjährigen genommen. Also Fünfjährigen, Sechsjährigen. Eine Rakete gesetzt. Und dann hat er mich mit seinen Freunden, die an 6, 7 Jahre älter waren, hat er uns dann lesen lassen. Und dann konnte ich als 5-Jährige, 6-Jährige besser lesen. Ich habe mir so einen tollen Onkel gehabt. Mein Onkel hat mich in Autos gesetzt. Ja. Egal, das sind andere Geschichten. Und dann, okay. dann hat er sich über die lustig halt gemacht, über seine Freunde. Ja. Ja, mit dem Lesen damals. Ich kann mich jetzt noch erinnern. Aber es war bei mir genauso, Mark. Ne? Ja, warst du auch so. Boah, Horror. Also vor Leuten. Ich habe mein Leben gehasst. Und heute zum Beispiel so Lanxess Arena und so. Ich glaube mir, ich habe so, als wäre es nix. Ich stehe da so, als ich bin gar nicht da. Also ich weiß. Du funktionierst einfach. Ich weiß gar nicht, ob da, also ich habe manchmal das Gefühl, dass ich da gar nicht so da bin. Wenn wir so riesen. Aber wann hat das angefangen? Also wann hat es aufgehört? Beziehungsweise dieses Introvertierte. Wann hat es aufgehört? Das hat aufgehört, als ich das erste Mal richtig positives Feedback aus dem Social-Media-Bereich bekommen habe. Ja. Als es so das erste Mal so wirklich bei Social Media so losgegangen ist, Wachstum, und da habe ich gemerkt, okay. So spät? So lange war es so. Aber. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Na, aber guck mal, wirklich, weißt du, ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Als du damals ja immer gekommen bist, ne, ich hatte die Geschichte schon mal erzählt, ne, als du bei den Jungs Maß genommen hast, ne, für die Anzüge aus Italien. Da warst du auch noch nicht so. Nee, da war ich auch so. Du warst auch immer so, du bist reingekommen, ne? Und ich saß da. Du hast mich gar nicht wahrgenommen, ne? Weil da waren einige, weil du hast ihn halt, da saßen ja schon einige. Da saßen schon die Jungs. Ein paar ja. Kaliber, ne? Ja, ja. So, du wusstest natürlich nicht, worauf du dich konzentrieren sollst, weil du musst ja deine Arbeit machen. Aber ich habe dich dann so beobachtet und du warst schon die ganze Zeit so und also so ein bisschen nervös, ne? Und auch sehr unsicher, also nicht in dem, was du getan hast, aber mit dieser Situation, weil alles hat durcheinander geredet, die Jungs haben natürlich gute Sprüche drauf gehabt, ne, und da waren schon ein paar Hausnummern, ne. Aber da war so auch Grundregel, das ist auch heute noch so, manchmal einfach Klappe halten, so. Also ich denke auch heute so, manchmal, ich bin einfach ruhig, aber ja, irgendwie dann, irgendwann ist halt auch dann das Rebellische entstanden und heutzutage zum Beispiel. Mit welchem Alter? Also tatsächlich ist das so losgegangen, also wo ich habe so die ersten Züge gemerkt, als mir mein Chef beim Herrenausstatter so Sachen vorgeschrieben hat, zum Beispiel ich darf keine rote Hose tragen und so. Das fand ich irgendwie echt blöd. Das hat mich, und dann war er in Urlaub, und dann habe ich eine rote Hose getragen. Und dann hat er über die Kamera gesehen, dass ich eine rote Hose getragen habe. Dann hat er gesagt, warum ziehst du das an? Und ich habe doch mit McDonald's oder was? Ja, und warum da habe ich nur rosa Hose angezogen und so. Oh. Und dann machte er es auch. Da ging es so los und dann irgendwann war es so, dass dann meine damalige Ex-Freundin, ne, also die hat, als ich in der Beziehung dann war, hat sie dann so gesagt, so, ja, musst du denn immer einen Sakko tragen? Und dann in der Uni war das auch so, dann die Leute immer so, ja, warum läuft der im Anzug rum und so? Und da habe ich schon gesagt, so, ey, wenn ich mich damit wohlfühle, lass mich in Ruhe, ja? Und vor allem, das ist ja eine positive Etikette. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, dann irgendwann ist das so umgeswitcht, habe ich gesagt, wenn ihr das sagt, dann zweimal. Richtig. Und jetzt das ist meine Einstellung. Ja! Und jetzt zum Beispiel auch bei Parfum ist das so, wenn jemand sagt, mir gefällt das nicht, ich trage es zweimal. Ja! Krass. Aber das ist zum Beispiel Einstellung. Für mich ist zum Beispiel gar nicht nachvollziehbar, warum jemand so extreme Angst hat davor, vor Leuten zu reden. Weil ich nie so war. Ist ja, aber jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Nie, ja, ich weiß. Wenn man, zum Beispiel für mich war das eine Katastrophe. Aber ich hatte genau dasselbe, wo ich bei McDonald's gearbeitet habe. Du musstest dich jeden Tag nass rasieren. Das ist schon ein bisschen länger her, oder? Deswegen ist das entstanden. Krass, der hat bei McDonald's gearbeitet, jetzt hat er eigene Kette. Ja, nicht nur deswegen. Nicht nur deswegen, ne? Aber... Ja, aber dann habe ich irgendwann, wo ich dann da habe, ich gesagt, okay, nee, ich rasiere mich nie wieder in meinem Leben nass. Wann hast du angefangen, dann nicht mehr nass zu rasieren?
Ich 20? bin 19. 20? Krass. Und so lange? Ich glaube, bis ich 17 war, hatte ich keinen Bartwuchs. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ich mit 23 erst richtig. Dann habe ich Dünger bekommen. Getrunken und dann ist das gekommen. Aber das ist auch so eine Sache bei mir mit dem Bart. Ne? Du weißt, manchmal trage ich den Bart so, manchmal kürzer. Ja, bei so. Dir ist ja wie Würfeln. Ja, aber die Sache ist, das ist auch so in den Kommentaren, das ist eine Sache, so, die nervt. Die nervt mich einfach. Jeder tut seinen Senf dazu. Bei mir so, die Deutschen, oh mein Gott, der Bart ist weg. Die anderen sagen, oh Gott sei Dank, der Bart ist weg. Oh, das sieht aber so besser aus. Sieht, hör mal, da kommt die andere, der andere, Bruder, das ist deine Pflicht. Ja, den gibt es auch, die gibt es auch. Aber denke ich mir so, ey, eine Nasiha von mir. Ja, also, aber das ist auch so, jeder will da irgendwie dann mitreden und über, dann denke ich mir... Über dein Äußeres entscheiden. Und das heißt, wenn die Stimmen lauter sind, dann machst du extra weg. Mhm. Und wenn die Stimmen lauter sind, dann lässt du extra wachsen. Ja, genau. Also hast du so eine Art Trotz. Ganz stark. Ja, ganz stark. Zum Beispiel, ganz stark. Meine Frau weiß das auch, so gerade so, dann sagt sie, ja, der Bart, der kann jetzt mal ein bisschen kürzer und so. Niemals. Hat er so einen Bart? Niemals. Ich mach, dann, ja, genau. Ich sag dann, wie lang soll der noch werden? So lang soll der noch werden. Ja? Also, und dann irgendwann halt sagt sie nichts mehr dazu und dann sage ich selber, okay, kann jetzt mal wieder ein bisschen kürzer. Ja, aber man weiß dann halt, wie du funktionierst, ne? Ja, ja. Eigentlich so simpel, ne? Ja, eigentlich. Also bist du ein simpler Mensch? Würdest du sagen, sehr simpel? Ich bin ganz einfacher Typ. Wirklich, ich bin ganz, ganz einfach. Ja. Wenn man weiß, wie man mit mir umgehen soll, ist super easy. Also man muss wirklich sagen, Marc ist immer so, wie der ist. Vor der Kamera, ist hinter der Kamera. Der filmt sich eigentlich nur dabei. Manchmal ist er ein bisschen lustiger drauf, manchmal ist er ein bisschen deprimierter, manchmal ist er mehr. Das Krasse ist, haben wir uns mehr Leute geärgert, manchmal haben wir weniger geärgert. Manchmal beleidigen Leute einfach von oben, obwohl er gar nichts getan hat und Leute nur helfen wollten. Gibt es auch. Ja. Was ich interessant fand, war. Richtige Ohrfeigengesicht. Wir haben uns ja kennengelernt bei im Ramadan, bei dieser Dr. Shine Help. Dr. Shine Help Spendengala war das. Und das, was ich interessant fand, ist, ich kam auf ihn zu, wir haben uns noch nie vorher getroffen, noch nie vorher gesprochen, aber habe ich einfach begrüßt. Also wenn wir uns richtig gut kennen. Das fand ich echt, muss ich ehrlich sagen, Props. Viele, wo ich weiß, dass sie mich kennen, das sind auch Creator, die dann einen einfach dann so. Aber das mache ich mit jedem Einzelnen, der auch mit mir ein Foto machen möchte. Das können auch die Leute, die mich schon mal getroffen haben, mit Sicherheit bezeugen. Mir ist es sehr wichtig, dass wenn ich jetzt jemanden auf der Straße treffe und der so nach einem Foto fragt und sowas alles, dass dann einfach... Bevor er Handy zeigt, ob er mal was gekauft hat und dann... Das nicht, aber einfach so, dass man... weil die Leute sind aufgeregt, dass du einfach so einfach locker... Der Marc ist der entspannt, wirklich, ich kenne ihn jetzt ein paar Jahre, der ist wirklich total entspannt. Ja. Der sieht zwar so ein bisschen steif aus, aber ganz entspannt. Aber Butter bei den Fische. Wie viel Umsatz macht ihr mir? Also wir haben so einen Beirat bei uns und der hat mir gesagt, ich soll es sein lassen, darüber zu sprechen, weil wegen Deutschland und so weiter, die letzten Zahlen, die ich gesagt habe, war das letzte Mal, was ich gesagt habe, 35 Millionen oder so? Das war, also aber danach durfte ich dann nichts mehr sagen. Okay, das ist top secret jetzt. Aber, ja, ist das keine GmbH? Werden die Zahlen sowieso nicht im Jahresabschluss öffentlich? Ja, aber der Jahresabschluss jetzt ist noch weit. Ach so, und vorher darfst du es nicht sagen. Nee, wir machen jetzt auch Holding und so, dann sieht man es auch nicht mehr. Ich sag dir ehrlich, ich habe mich immer so richtig krass dagegen gewehrt, das halt zurückzuhalten, weil ich gesagt habe, okay, wenn da jemand ein Problem hat, auch in Deutschland diese Cancel Culture und so und dies und das. Boah, ich spreche darüber. Gibt es Cancel Culture wegen sowas? Ja, schon, dass die Leute, also ich sag dir eine Sache, glaub mir, wenn du sagst, wenn wir sagen, was wir verdienen, wenn wir sagen, was wir für Umsatz machen, dann wirst du Leute haben, die einfach dann ganz krass dagegen steuern. Bei mir... Weil die neidisch sind. Die machen sich zur Lebensaufgabe. Genau. Die sind auch im Sterben drin. Am Ende, wir wissen alle, dass nur einer entscheidet. Genau. Das ist auch kein Problem. Aber am Ende, wir haben zum Beispiel aktuell Fälle, zum Beispiel es gab ja diese Frank Müller, die wir rausgebracht haben. Okay? Genau. Deine eigene... Meine eigene Kooperation mit Frank Müller zusammen. Mhm. Und da war es ja so, dass wir gesagt hatten, wir kaufen jeden Tag Uhren an, okay? Jeden Tag. So. Wenn jemand die Uhr kauft und keine Lust mehr hat, dann kann er sie uns zurückverkaufen und wir kaufen die Uhr zum gleichen Preis an. Gleichen Preis? Gleicher Preis. So, das war natürlich damals in der Zeit, wo die Uhren alle teurer geworden sind. Aber da ist doch die BaFin Dreck auf der Uhr. Oder nicht? Dann hat jemand eine Meldung gemacht, hat gesagt, das ist Kredit. Bankengeschäft und so weiter. Ja. Wo ist der Unterschied am Ende? Also das ist halt so ein Thema. Aber wo ist jetzt das Ding? Und zwar habe ich dann auch mit der Bundeszentralbank und so weiter Gespräche und dann hieß es dann, da habe ich gesagt, ja, aber ich verkaufe doch jeden Tag. Also zum Beispiel jemand verkauft mir eine Uhr und der schickt mir die erst nach zwei Wochen. Unterschied ist, weil du garantierst,
weil ich es gesagt habe. Gesagt, dass der, egal wenn er wiederkommt, das Geld, selbe genau. Geld wieder bekommt. Das ist ein Bankengeschäft und das darfst du nicht. Dann hast du direkt die BaFin am Hals. Genau, jemand hat eine anonyme. Oma weiß Bescheid. Jemand hat eine anonyme Meldung aus. Sonderschule. Und der hat dann gesagt, dann müssen die das prüfen. Am Ende, wir gucken mal, was wir rauskommen. Aber die Ende der Sache ist, der sagt, wenn jemand dir die Uhr anbietet und du sagst dem, ja, wir kaufen die zurück, ist es was anderes, als wenn du sagst, du hast vorher garantiert. Kauf die, genau. Ich darf das nicht, ich durfte das nicht aussprechen. Und das sind einfach so Sachen, dass... Dann haben dich angeschwärzt, oder wie? Ja, hat jemand gemacht. Am Ende alles gut. Ich möchte auch keine Fehler machen. Diese Behörde ist dafür da, um das auch alles zu machen. Ja, aber das ist so eine typische Sache Deutschland. Ja, das was machst du in Amerika, glaube ich, ist das eh nicht so die Kultur, dass sie sowas machen. Die sind ja Corona gut vorgegangen, ne? Mit Impfen und alles Mögliche. Wann macht eigentlich einer ein Konzept gegen diese Neidgrippe? Und verteilt Impfstoffe. Das würde ich wirklich sehr, sehr fördern und nach vorne bringen. Da muss ein neuer, wie heißt das, rauskommen. Ich habe auch ein gutes Mittel dafür. Eine gute alte osmanische Ohrfeige. Ja, hör ich nicht. Die hat schon einige Sachen bewirkt. Hat schon was? Bewirkt. Ja, ja. Die bewirkt schon. Ein paar Wunder bewirkt. Habe ich schon mal gehört, ja. Osmanetokat heißt das. Also, cool. Marc, guck mal, jetzt habe ich meine. Willst du? Ja, aber das hat noch damit zu tun. Okay. Du bist ja Unternehmer, ne? Du erwirtschaftest ja Geld. Mhm. Ne? Du nimmst ja keinen weg, was ja viele denken. Wenn die dich sehen, Unternehmer, denken, du bist ein Kapitalist, sondern du erwirtschaftest ja. Ne? Mhm. Wirtschaft kommt von Geld erwirtschaften. Mhm. So entsteht Wirtschaft. Und dadurch hilfst du ja natürlich auch dem deutschen Staat. Mhm. Ich habe mal irgendwo gehört oder gelesen, 17 Millionen Menschen tragen dieses ganze Land, die wirklich was erwirtschaften. Das heißt, auch derjenige, der dich da nervt, ne, mit den Briefen und vorbeikommt, den bezahlst du eigentlich. Ja. So, aber ist das nicht paradox? Eigentlich müssten die doch dich unterstützen dabei, weil du bist ja einer von denen, der dieses Land trägt. Also das ganze Sozialsystem bist du ja mit einer, der seinen Beitrag dazu leistet, weil es sind nur 17 Millionen. Ja. So 84. Jetzt auf meine Frage. Das war noch nicht meine Frage, das war nur erstmal die Einleitung. Oho. Warum sagst du denn nicht einfach? Weil es geht ja sowieso bei dir zu fast alles online. Nur ja. Nur. Ciao, Deutschland. Ich bin weg. Ihr gebt mir so auf die Nerven. Ich gebe Gas. Ich mache, ich tue. Und ihr tut mir trotzdem schlaflose Nächte bereiten. Dann da ein Brief, hier ein Brief. Wenn ihr mich mal in Ruhe lassen würdet oder mich mehr unterstützen, könnte ich auch nochmal 100 Leute einstellen und noch mehr Geld umsetzen, wovon ihr mehr habt. Und du mir auf die Nerven gehst mit deinem Gehalt, das zahle ich auch. Warum sagst du nicht einfach, ciao, Alemannia? Ich leg mir nur Stein in den Weg, Bürokratie, ich werde nach Monaco. Ich werde da mit offenen Armen empfangen. Wir haben es schon mal geprüft. In Deutschland hat es ja schon sehr gut gemacht mit der Wegzugsbesteuerung. Ja, das kam ja erst jetzt. Ja, dann hat es kurz geprüft. Ja, aber am Ende Deutschland ist meine DNA auch irgendwo. Und seitdem wir jetzt hier nach Jüchen gezogen sind, ist es auch so, dass das hier schon ein anderes Leben ist. Und auch hier in dieser etwas kleineren Gemeinschaft, das ist nochmal anders als in der Großstadt. Wenn du mich jetzt so fragen würdest, würde ich hier alle Zelte abbrechen und vielleicht woanders hingehen? Also meine Frage zieht eigentlich darauf hinaus, dass du ja noch mehr schaffen könntest, weil du die Fähigkeiten hast, weil du das Volumen, das Arbeitspensum, den Kraftaufwand, aber immer wieder mit Sachen beschäftigt bist, die eigentlich dich dadurch stören, um Umsätze zu machen, um das wieder um das wiederum zu bedienen, was dich Stress macht. Ja, ja. Also ich bin der Meinung, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir aktuell hier gut unternehmerisch sein können, auch mit der Steuerbelastung, auch mit allem anderen. Es hat auch Vorteile, dass man hier ist. Auch dass die Art und Weise mit den Sparkassen, das Infrastrukturnetz. Also wir können über DHL oder UPS auch schimpfen und so, aber das Setup, was wir hier vorfinden, ist schon okay. Ja, ich finde, da sind einige auch. Die sind da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber ich sehe mich eher dann darin, ich lasse den Standort hier und ich mache einfach woanders auch noch auf. Was sagst du über die alle nach Dubai auswandern? Ja, Dubai bietet sehr viele Möglichkeiten. Ich fühle mich in Dubai extrem wohl. Ist ja oft da, ne? Und bin oft da, aber mein Geschäftskonzept funktioniert da halt nicht in dem Fall so, wie ich mir das vorstelle, weil ich möchte ja online das so nach oben skalieren und Sachen online verkaufen und dieser Konsum findet in Dubai schon eher lokal statt. In den Läden, ne? In den Malls und so weiter. Und auch, da muss man sagen, wie viele Leute leben in Dubai, das ist auch nochmal ein Unterschied. Der logische Schritt... Aber die Leute, die es haben, sind da, oder? Natürlich, klar, aber ich
wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich verdiene ja Geld mit den Leuten, die nicht so viel Geld haben. Also meine Kundschaft ist ja, sind ja die Leute, die sich jetzt mal ein teures Parfum leisten. Oder ich habe natürlich auch schon viele Leute, denen es gut geht, aber ich adressiere ja schon die Massen. Also wir verkaufen Datejust 36 mm, so, die sich ein Uhr kaufen für 6.000, 7.000 Euro. Das sind meine Kunden, mit denen ich Geld mache. Das sind meine. Ich habe mal gelesen, dass du einen Tag in 24 Stunden 100.000 Parfums verkauft hast. Ist das Fakt? Nee, 100 nicht. Wir haben 6.000 Flaschen. Oh, ich habe irgendwo gelesen. 6.000 Flaschen. Aber 6.000 Flaschen ist auch schon eine große Nummer. Ja, so, ne? Da war meine Recherche nicht gut. Oder diese Seite. 6.000 Flaschen und 200 Uhren. 200 Luxus-Uhren. Das ist ein Rekord? Mhm. Okay. Das ist 194 irgendwo. Oder entweder 205 oder auch nicht weit irgendwo. Seine Reichweite also sehr gekonnt, um eine möglichst große Öffentlichkeit für sein Thema zu begeistern und damit sein Vermögen zu steigern. So gelang es ihm beispielsweise in seinem Shop in unter 24 Stunden mehr als 100.000 Luxus-Parfüms zu verkaufen. Mhm. Das habe ich mal hochgerechnet, deswegen wollte ich heute nach Geld fahren. Ich sage dir eine Sache, das haben die Mitarbeiter bezogen, ich habe nie Geld. Aber ich weiß ja, wie viel die hier packt, ne? Ja. Allein auch mit den Soßen, die wir zusammen rausgebracht haben, ne? Wo es dann richtig abging und so. Dann habe ich mir vorgestellt, okay, wenn den Soßen schon so abgegangen ist, dann haben wir auch nochmal zwei Leute geschickt, ne? Dass bei 100, unter 24 Stunden, also eine mögliche Logistik, pro Stunde, wie lange brauchst du zum Einkaufen? Ich rechne ja immer so, weißt du? Ja, also, das sind ja jetzt Flaschen, wird gekauft ja mehrere, ich kann mal so sagen. Wenn wir so ein Jubiläum haben oder Geburtstag oder sonst irgendwas, da haben wir im Schnitt so an diesem Tag oder an diesen zwei Tagen haben wir so, ja, 4.000 Bestellungen. Ja, aber 100, das ist, und das ist ja viel dann, ne? 4.000 Bestellungen zu picken, zu packen, ist schon viel, weil das sind ja auch dann mehr als... Ja, wie war das 100 Euro? Also das stimmt leider nicht, aber... Wäre schön, ne? Ja, ich sag mal so, in Amerika, wenn Gott will, wenn Gott will, immer, wir werden da zahlen. Ich habe jetzt was gelesen, ne? Okay. Das ist so, zum Beispiel jetzt... Die Umsätze, die wir fahren an diesen Tagen, ne, sind heftig. Ne? Keiner macht so was und so weiter. Alles, was soll er geben. Super, alles super. Aber jetzt halte ich mal fest, es gibt jemanden, der anscheinend Lipstick Brother heißt, aus China, der hat am Singles Day in 12 Stunden 1,8 Millionen Dollar umgesetzt. Mit Airports, mit dies, mit das und so weiter. Immer. Da denke ich mir so, super, das ist die Porsche. Das ist ein chinesischer, was verkauft er? Mehrere. Alles. Ja. Airpods, Parfum, Lippenstift, alles. Egal. Der macht es so wie ich. Aber wo erfolgreich? In China? In China, ja. Aber macht es so wie ich? So erfolgreich. Sitzt hier in einem riesen Anwesen. Aber alle machen den Buchabend schon den Türen. Aber du hast ein anderes Publikum, das schien in China. Mir egal, es gibt immer Ausreden. Mir egal, ich will es auch hier. Es gibt keine Ausreden. Wenn das andere machen können, können wir das auch machen. Genau, das ist in mir drin, dass wenn mir jemand sagt, China ist mir egal. Aber warum muss ich nicht nach Amerika expandieren? Ja. Amerika. Du machst ja auch Content auf Englisch. Hast du Kunden aus internationalen? Ja. Ich muss sagen, dein Englisch ist sehr gut geworden. Wirklich. Ja, ich spreche ja auch kein Englisch, deswegen. This is really right, I'm German, I speak good German. So, das ist Schwarzenegger, was ja, du da hast. Das ist Österreich. Aber auch Deutsch, ganz viele German. This is really right, in ganz viele, auch in Deutschland. Österreich. Das ist der Arni, der gute alte Arni. Der gute alte Arni. Der hat es auch gemacht. Ja, sehr geschafft. Was der geschafft hat, das ist doch krank. Überleg mal, was war der geworden? Aber die Filme, die er gedreht hat, weißt du, was das für ein Typ ist? Wenn ich mir ihn vorstelle, was er geschafft hat in der Zeit, da denke ich mir, mein Gott, was muss er für Vision gehabt haben? Er konnte kein Englisch, er konnte nicht schauspielern. Was hat er alles erreicht? Ich habe mal Ausschnitte gesehen von seinen ersten Filmen. Da war der Masseur. Also als Masseur? Ja, Masseur. Ja, bevor der Conan gespielt hat, hat er auch schon mal irgendwie was anderes gespielt, was so ähnlich ist. Conan war das denn, ein Masseur gespielt hat? Ja. Das war das Erste, was er gespielt hat. Aber dann hat er was auch schon mal. Der Mann, ne? Ja. Der ist in Amerika. Der ist 8 Stunden am Tag Training gegangen. Der ist 8 Stunden auf der Baustelle arbeiten. Weil der muss das alles... Also wenn du guckst, und dann ist er noch abends Schauspielschule gegangen. Das über Jahre. Und ich muss auch noch... Das ist auch die Definition von Erfolg. Wenn man Erfolg so definiert, dann ist eine Folge von etwas. Das heißt, man tut etwas, der erfolgt etwas. Und das ist Erfolg. Und dieser Mann hat was getan, genauso auch wie dieser Mann. Und dann Erfolg, und das ist eine Gesetzmäßigkeit. Das muss man auch erstmal begreifen. Wie wir dann am Ende Erfolg definieren, was, ne, weil manche sagt Geld, manche sagt das, manche sagt Follower. Jeder, können wir gleich, oder kannst du auch sagen, was für dich Erfolg heißt.
Ein Erfolg, das habe ich schon beantwortet. Ja, meine Lieder, die Standardfrage. Für mich so, für mich Erfolg, für mein persönlicher Erfolg so, wenn ich einfach, also ich würde sagen, ich war erfolgreich, wenn ich zur Ruhe kommen kann. Wenn ich kann niemals zur Ruhe kommen. Ja, dann bin ich noch nicht erfolgreich können. Okay, jetzt Stille. Was ist denn für dich Erfolg, Herr Van Zade? Herr Van Zade? Van Zade. Van Zade, da ist er oben. Was ist das? Saint-Aigu. Ja, genau. Das ist ein holländischer Name mit marokkanischem, mit der marokkanischen Stadt, mit einem Z von meinem Namen. Ja, auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall noch alles erfahren. Auf jeden Fall ein Erfolg. Die Stories dahinter der Marke ist brutal. Okay, die packen wir nicht. Ich sag dir eins, Marc. Ja. Piraten, Holländer, Marokko, New York, Geld, Macht, Abenteuer, Dallas. Alles steckt drinnen. Ich habe noch was für Markennamen gesucht, für eine Marke, die halt verschiedene Welten zusammenbringt. Also Cosmopolitan, dieses Mindset von mehreren Kulturen, von Erfolg, von Abenteuer und sowas zusammenbringen. Aber ich habe keine Ahnung, von der passen war. Da habe ich die Story von diesem Mann gehört, von dem dieser Name abgeleitet ist, und habe gesagt, das ist der perfekte Name. Und der ist krass. Wenn du die Story hörst, wirst du mir sagen, das stimmt. Hm. Aber noch nicht zu viel davon. Okay, also ein Erfolg ist für mich. Danke. Dass ich mit dem, was mir gegeben wurde, mir, meine Familie und anderen maximal helfen kann. Hm. Also so Erfolg sowieso. Das ist für mich Erfolg. Wenn du so sagst, Erfolg an Dingen festmachst, ne? Zum Beispiel, du bist der, das Problem ist, du bist nie die Nummer eins. Du bist nie die Nummer eins. Ja, das ist ja super. Das ist ein Teilchen, was dich Erfolg. Nein, wenn ich was vermeintlich und Klaus Erfolg. Was ist der für dich Erfolg? Für mich? Naja. Wenn ich sterbe, dass ich lache und alle Beine. Das ist für mich Erfolg. Boah, Fakt. Wo ich geboren wurde, das ist Zitat. Wo ich geboren wurde, habe ich geweint, alle haben gelacht. Ja. Wenn ich sterbe, will ich lachen. Und die sollen alle weinen. Sag, wo bin ich weg? Sag, das ist deine. Mach, was ihr durch startet, ich bin weg. Das ist gut. Das ist gut. Ich glaube, das ist tatsächlich auch. Ja, das ist am Ende so. Also, wenn du am Ende bist, ja nicht, okay, dann muss ich sterben. Können ja. Das musst du sterben. Und der Rest, wenn wir sagen, diese Welt ist Erfolg, und das hier ist für mich eigentlich. Das ist an deiner Zeit, das ist das wertvollste Gut, was man hat. Weil, ne, mit der Zeit, die wir jetzt hier verbringen, die kriegen wir nie wieder zurück. Geld können wir immer verdienen. Dass man die sinnvoll nutzt, dann sinnvoll nutzt, qualitativ nutzt, dass man Erlebnisse hat. Ja. Dass man Sachen erlebt. Weil das ist am Ende dafür mache ich das alles. Ich glaube, besser könnte man einen Podcast nicht beenden, Mama. Ja, aber. Hast du noch gesagt? Ich? Nee. Ja? Nee, ich fand, da auch einiges schon aus dir ausgekitzelt war. Ja. Ja, Zukunft wissen wir ja, du willst nach Amerika, du willst auswandern. Ja. Dann wissen wir jetzt, von wem du. Ja. Dein Werdegang, wie du deinen Abend füllst, bevor du schlafen gehst, ja, was du dir da anguckst. Warum können wir gerne im zweiten Teil reingehen? Falls ihr Interesse habt und noch mal einen Teil sehen wollt, dann vielleicht in einem halben Jahr machen wir die nächste Session. Genau, also wir sind jetzt einmal im Monat hier. Wir lassen alles hier offen bauen. Wir drehen jetzt unseren Podcast hier. Nee, wir werden versuchen, noch mehr interessante Persönlichkeiten, interessante Menschen in unserem Podcast zu bekommen, die ich ja mit hier meinen unvergesslichen, gut aussehenden, barttragenden Ex-Vikinger. Nicht Vikings, bei Vikings. Ex-Viking, ich bin kein Viking mehr. Okay, ich komme nicht mehr weiter. Auf jeden Fall versuchen wir dann, und wenn Leute dann, zum Beispiel wie ein Marc Gebauer, der die Nummer 1 ist im Internet, muss man ja so ganz klar sagen, mit Abstand, da kommt lange nichts und da kommt Monte. auf seinem Metier. Wenn die dann sagen, ja, also wenn das Telefon so anfängt, hey Marc, was geht ab, oder sagen wir mal, sagen, oder ja, hör mal, wie sieht's aus mit dem Podcast? Ja, Bruder, kein Problem, wir kommen. So wird das immer auch bei allen. Die rufen mir an, die merken, ja, kein Problem, Auto ist gepackt. Ja. Wir kommen. Ja. Bleib da sitzen, wo du gerade bist. Einfach nur sitzen, anfangen zu reden. Deswegen werden wir versuchen, viele, viele coole Leute, interessante Leute, inspirierende Leute. Und dann mal gucken, wo das hinführt. Ja. Wir wollen den Leuten Gedanken schenken. Super, genau.
Danke, es war Mag, dass wir sein dürfen. Gerne. Und es war wirklich, wie immer, sehr gastfreundlich, auch wenn wir in 18 schon nichts zu trinken bekommen haben und ich hier beinahe ersticke. Aber trotzdem wollen wir natürlich dankbare Menschen sein. Weil wenn die Menschen nicht dankbar sein kann, kann Allah nicht dankbar sein. Deswegen, vielen Dank. Okay, und Assalamu alaikum. Gewiss, abonnieren, liken, teilen. Nein. Hier unten ist PayPal direkt in Michigan. Ich brauche keine Antwort. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao.